Hallo, grüß euch und herzlich willkommen bei Krüttel TV, heute aus Ägypten. Ich wünsche euch wirklich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Und wie könnte man das nicht besser machen als wie von Ägypten aus, gell? Na ja, okay. Aber im Grunde soll heute keine Pharaonenshow werden. Gerne mal eine eigene Sendung drüber machen. Was ist halt mit euch so los? Das würde mich interessieren. Von 31. auf den 1. Wie feiert ihr dieses Jahr Silvester? Vielleicht schreibt das unten in die Kommentare. Also ich so. Hallo liebe Freunde von Krypto TV. Dieses Mal das letzte Mal im alten Jahr von 2020. Ich wünsche euch alle wirklich einen guten Rutsch in das neue erlösterreichische 2021. Ich hoffe, ihr feiert so, wie ihr es auch wollt, wie ihr es euch immer schon vorgesehen habt. Den Vorschreiben braucht euch keiner was, denn wir haben dafür Gesetze, die die Richter einhalten. Und darum ist es, was zum Beispiel ich heute hier mache, nämlich draußen zu feiern, in der Stadt Salzburg zu Silvester, kein Gesetzesbruch. Der Verfassungsgerichtshof hat ebenfalls entschieden, dass das, was die Politiker da herummarionettiert haben im Parlament, gesetzeswidrig und verfassungswidrig war. Also, ich hoffe, vielen war das auch klar, so wie mir, und haben sie heute nicht die Laune vermissen lassen, doch in der Stadt zu sein. Was geht's heute? Ist nicht nicht ich mache nämlich nicht nur, ich bin schon so aufgeregt, es ist nicht nur einfach ein Neujahrswunsch, den ich euch senden möchte, sondern ich werde eben heute am Kapuzinerberg auf die Aussichtsplattform gehen und der Elvis, der Richie und der Harry, die werden ein Feuerwerk entzünden. Naja, das sieht aber nicht als demonstrativ anzusehen, nicht so wie einfach die erst über 3 Personen erlaubt ist, dass eine Demonstration angemeldet ist, sondern auch stinknormale Neujahrsfeier, wie wir sie traditionell schon immer gemacht haben und uns keiner verbieten kann. Und somit, solange der Verfassungsgerichtshof hinter uns steht, brauchen wir auch nichts befürchten. Ach ja, naja, mit dem Feuerwerk, was wir heute entzünden werden, ich meine, mir tun die Tiere schon leid, gell? Mir tun sie wirklich sehr leid, die Tiere. Und ich bin eigentlich auch dafür mit einer Lasershow, naja, wenn sie wirklich cool und geil ist, warum nicht? Natürlich machen wir das heute auch, dass das plakativ ist, das Video für Silvester, weil ich möchte, dass ihr seht, dass man zu Silvester sich nichts nehmen lassen muss, ja. Auch keine Silvesterfeier draußen in der Stadt mit schönen Raketen. Wenn sie gut eingedämmt sind, sind auch Raketen legitim. Aber so in Waldesrändern und auch wo man Hunde fernhalten könnte, wäre so schön. Okay, somit tue nicht drum viel rumhudeln. Ich habe einen Uhudler besorgt, damit wir heute nicht noch bis noch erst 18 Uhr dann erstmal vorglühen, weil eben der Virus gewisse Temperatur nicht aushält. Darum braucht man da die Hygienevorschriften einhalten mit dem Alkohol, der vorglüht und desinfiziert. Nicht so schlimm ist er halt, der Virus, nicht, dass die Leute draußen sterben, darum habe ich keine Angst rauszugehen. Ist ja nicht so wie bei, zum Beispiel wie bei Bakterien, die was, wie Streptokokken, die Staphylokokken, die reißen euch keinen Arsch auf. Die mögen so gerne so feucht, fröhliches Milieu in den Masken drinnen. Da züchtet man sie gerne, die Streptokokken, Staphylokokken. Ah. Das tue ich wieder rumhudeln. Das habe ich zuerst gesagt, ich tue nicht rumhudeln, sondern einen U-Hudler aufmachen. Das mache ich einen U-Hudler auf. Ich gebe jetzt, das triff ich dann in einer halben Stunde an Richie, den Elvis, unseren berühmtesten Türsteher von Salzburg. Den Lokalen kennt er sich sehr gut aus, welche Lokale sie jetzt schwer haben, welche es gut haben. Und somit dann bei Impressionen, wie es in der Stadt jetzt gerade noch ausschaut, sage ich euch, ziemlich leer. Schauen wir uns noch an, wie es da im Vergleich heute am Mitternacht ist. Ein bisschen krachen tut schon hier ist. Aber somit gebe ich jetzt dann mal die Regie weiter an Richie. Ciao.
Grüß euch. So, jetzt bevor wir einen Elvis treffen, habe ich mir gedacht, schauen wir uns noch in der Stadt um, wie es in dem Jahr eben in der Stadt zugeht. So Mitternacht, dann werden wir genaueres sowieso wissen, es dauert jetzt noch ein bisschen, es ist erst so 18 Uhr. Mal schauen, ob wir jetzt, sonst ist die Stadt gerammelt voll, da hat man keinen Platz mehr zum Umfallen. Schauen wir mal, wie das Jahr ist. Aber
hört da am Hannesplatz unseren Busumschlagplatz von Salzburgstadt gehen in die Leere. Da waren jetzt mal die Bretten voll zu Silvester, weil die ganzen Lokale ja offen haben, hätten. Es hat kein einziges Lokal offen, also dann sind alle zwangsverhaftet in der Wohnhaft mit dem Trinken. Ja, somit der Richard letztens im Video gesagt, das haben sie kein betreutes Saufen. Ja. Also es ist gehen in die Leere da am Hannesplatz. Ein paar kleine wenige Menschen sieht man, wo die auch hinfahren, wahrscheinlich irgendwo auch zu Hause privat bei Freunden. Aber da haben sie eh recht. Sitzt, trinkt daheim, sonst wenn die Wirte nicht aufmachen wollen. Und ich hoffe auch doch, dass noch an Mitternacht mal vor die Tür ausschaut. Jetzt schauen wir uns mal den leeren Hannesplatz an. Das wollte ich euch nicht sagen, das ist mir auf dem, über den Weg jetzt gestolpert. Das ist das Wackersdorf-Denkmal. Das steht da, weil das die einzige Petition war bis jetzt in Österreich, die mir das geholfen hat zu unterschreiben, dass man Kernkraftwerke in Österreich aufstellt und so weiter und so fort. Und ja. Nächstes Jahr jetzt, wenn wir dann rüberrutschen, da ist dann wieder eine Petition, die kommt vielleicht wieder, die zweite Petition werden, die endlich was bringen wird. Nämlich, dass man unterschreibt, dass man sie nicht zwangsimpfen lassen möchte. Und die ist von 18. bis 25. glaube ich. Und auch die, was einen Lockdown haben, nicht raus dürfen. Wie gesagt, solange kein Richter im Postkasten mir einen Brief schickt, dass es einen neuen Paragraphen gibt, dass man nicht mehr raus darf. Ist alles, was die im Fernsehen oder im Parlament sagen, für null und nichtig anzusehen. Wenn es dagegen Einspruch erhebt, weil es ein Polizist ist, nicht weiß und euch trotzdem straft, könnt ihr Einspruch erheben und der Richter, der gibt euch recht. Da kenne ich genug Beispiele, wo das schon geschehen ist. Wie der Verfassungsgerichtshof eben für uns entschieden hat, dass man das alles verfassungswidrig war, was die Politiker da an Maßnahmen machen. Schaut selbst auf der Internetseite vom Verfassungsgerichtshof nach. Da seht ihr, dass die Maskenpflichten, die Lockdowns, alles für gesetzeswidrig und verfassungswidrig geachtet worden ist. Und darum braucht man halt auch keine Angst haben, draußen auf der Straße zu feiern, nämlich Silvester. Silvester ist ein Volksfest, das was jeder feiern darf. Da braucht keiner irgendwo Angst haben, dass er heute draußen ist, weil das ist keine Demonstration. Eine Demonstration ist erst ab 3 Leuten erlaubt. Und heute machen wir einfach ein Volksfest, das was wir uns nicht nehmen lassen. Und demonstrativ kommt man sagen, da wir Feuerwerke anzünden. Nein, wir dann schon immer zu Silvester Feuerwerke anzünden. Aber ich bin eigentlich zwar nicht so sehr für die Feuerwerke wegen den Tieren zu Hause. Die tun mir echt leid. Darum sind so Lasershows sicher, ja, gute Alternative. Und wenn man in geschützten Zonen weiß, wo es kein Wald ist oder wirklich keine Tiere sind, kann man schon Feuerwerk auch machen. So beim Schloss irgendwo in der Nähe, irgendwo abseits. Und somit verplappert die mich nicht, wisst ihr. Und man darf nicht rumhudeln, sondern wir gehen jetzt mit dem Uhudler trinken. Ich sag's einfach, weil das mein Lieblingswein ist, der Uhudler. Okay dann. Ist gestern wirklich weiter beim Ritschi.
Habe ich mich gehabt? Ich würde sagen, lass du die jetzt da laufen und sitzt die da daneben hin. Die hat sich jetzt zu totale und da wird dann eben das so. Verstehe. Wird dann oder rennt schon? Nein, ich glaub, die rennt jetzt schon. Ah, ja. Jetzt darf ich ohne Anwalt nichts mehr sagen. Okay. Aber wir schauen, dass es so hertraut, dass man vielleicht das eben lernt. Okay. Jetzt darf er schon mal einschalten, oder wie? Nein. So, na, du schaltest da noch nicht ein. Moment, die muss auch eingeschalten. Ich wollte gerade sagen, die ist wahrscheinlich vom Bandel leer, bevor er da eingeschalten hat und du machst das jetzt einmal, wer dieses Jahr böllert. Hey. So, du sagst dann, wenn es soweit ist, nachdem er mich schon fit ist, anscheinend schon soweit. Ja, ein bisschen Anlauf gebe ich noch. Ein Anlauf? Einen Anlauf mache ich gar nicht. Also ein meditativer Anlauf heißt, man beginnt nicht gleich mit dem Reden, sondern macht mit der Stille mit und steigt dann ein. Ja, einsteigen ist voll okay. Ich war gerade im Moment mehr beim Aussteigen, politisch gesehen, aber... Kann ich jetzt anfangen? Und bitte. Hervorragend. Also, hallo mal wieder zu Hause an den Bildschirmen. Letzthin haben wir ja schon ein lustiges Video gemacht. Mein Assistent und Lieblingsflex Weihnachtself der Haare ist wieder mit dabei. Heute haben wir auch noch den Gerci am Start. Und an der Kamera ist einmal mehr der Roman von CryptoTV. Wir haben Ö24 Krone. TV, ORF und Co. immer noch nicht bekommen. Geh, sag einmal. Deswegen bist es immer noch du, Roman, der sich mit uns abquälen muss. Bald habe ich einen Burnout, echt. Das ist besser wie Corona. Und damit sind wir eigentlich ja schon wieder beim Thema. Wir haben immer noch das Jahr 2020, das immer noch krankeste Jahr von allen, die ich bis jetzt erlebt habe. Achtung, jetzt kommt der Wortwitz, mit Abstand. Und weil dem so ist und wir nicht andauernd Bäumchen basteln können, weil die scharfkantig sind, weil es nicht immer passt, weil es nicht alle heiligen Zeiten, Achtung, wieder Wortwitz, einen passenden biblischen Anlass gibt, so ein Bäumchen zu basteln, wollen wir heute einen idyllischen Rückblick machen auf das vergangene Jahr, das heute in wenigen Stunden enden wird, werden ein bisschen eine Aussicht auf das kommende Jahr haben, werden natürlich dabei, wie man schon gewohnt ist, ein bisschen Corona verbreiten, zum Wohl an dieser Stelle. Die Schutzimpfung natürlich nie vergessen. Ja, ganz wichtig. Inzwischen bitte auch im Bundesland Salzburg ist es ja einmal mehr ein politisches Versagen. Wir haben zu wenig Nadeln. Deswegen kann man ja mit der Impfung, obwohl es da eh gerade ein bisschen eine Bremse seitens der EU gibt, nicht fortfahren. Aber der Harry hat schon die neueste Impfdose Corona. Das gibt es jetzt auch in Dosenform. Wie gesagt, also falls dann unser weitsichtiger Landeshauptmann und der Fahrschulbetreiber irgendwann soweit sind, für Nadeln zu sorgen, um die Impfung weiter fortzusetzen, die Impfdosen gibt schon mal. Darf ich da einwerfen, bei minus 70 Grad braucht man die auch nicht kühlen, hat einen großen Vorteil sozusagen. Ja, wir trinken schon ganz gerne kalt, aber minus 70 muss dann gar nicht sein. Weil der reguläre Impfstoff ansonsten, ja, sonst minus 70 Grad schon bedarf. Ja, echt super Vorteil. Klar, so lernt man was halt wieder. Ich muss jetzt dazu sagen, ich verweigere ja dann dieses Freitesten. Wir haben ja letzthin schon festgestellt, irgendwann hieß es in Österreich, Arbeit macht frei. Jetzt wird es dann heißen, Testen macht frei. Ich habe das eine Gott sei Dank nicht miterleben müssen. Und das zweite werde ich mit Sicherheit auch nicht miterleben, weil ich es verweigere. Dasselbe gilt für die bevorstehende Zwangsimpfung durch die Hintertür. Also das mit der Impfdose ist eigentlich mehr ein seichter Witz von mir und nicht ganz ernst zu nehmen. Nachdem ich aber letztens schon gesagt habe, dass ich ohnehin ein linksrechter Covidiot, Weltverschwörer und Aluhutträger bin, ich habe ihn heute wieder nicht auf, zwecks ist nicht so gut für die Frisur, ist es ja nicht so tragisch, man wird eh nicht alles, was ich sage, ernst nehmen. Macht aber auch gar nichts. Entscheidend ist, dass wir, wie gesagt, heute den 31.12. haben, das Jahr endet und ich erstmal darauf zurückkommen will, dass du ja letztens sehr gute Arbeit geleistet hast mit unserem Covid-Navitat Dokumentationstutorial, wie du es so schön nanntest. Ich möchte aber gleich an dieser Stelle anschließen und vielleicht ein bisschen nachhaken und meinen Bildungsauftrag erfüllen. Du hast letzthin so schön erklärt, worum es sich bei Rockabillys handelt. Und nachdem wir ja in Salzburg vermeintlich in einem Dorf leben, das ganz stolz darauf ist, eine Kulturstadt zu sein, unglücklicherweise allerdings sehr wenig
Subkultur oder im Moment eigentlich gar keine Kultur bietet, Covid-bedingt. Sonst, wie gesagt, auch mehr am Etikett als in tiefschürfend über Kultur verfügt. Möchte ich da ein bisschen ausholen. Es stimmt natürlich, dass, wie du gesagt hast, Rockabillys gerne Rock'n'Roll tanzen. Nimm ich mir ein bisschen aus. Ich bin inzwischen in der Alters- und Gewichtsklasse, wo ich sage, ich muss Frauenherzen nicht mehr mit dem Notfallplan des Tanzens gewinnen. Bei mir geht es mit dem Liebesleben eher schief. Also spare ich mir das mit dem Tanzen auch. Also ist die Bezeichnung Rockabillys tanzen Rock'n'Roll zwar durchaus korrekt, Tanzen stärkt das Immunsystem, gerade in dem Jahr schon wieder, eigentlich schon wegen dem ein guter Punkt. Fürs Immunsystem sind wir in den letzten Tagen, wie der eine oder andere gehört und gesehen haben wird, sehr viel an der frischen Luft spazieren gegangen. Reicht aus. Wir tun das eine oder andere, um quasi gesund zu bleiben. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt mit dem Tanzen beginnen muss, um da mein vegetatives Herz-Kreislauf-System weiterhin zu konditionieren, muss nicht sein. Wie gesagt, also ich widerspreche dir nicht, Rock'n'Roller oder Rockabillys tanzen gern Rock'n'Roll. Ja, ich bin da, wie gesagt, ein bisschen die Ausnahme und ein bisschen der Tanzmuffel. Du hast weiters erklärt, sie fahren gerne Oldtimer und Muscle Cars. Auch das ist grundlegend richtig. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich uns jetzt nicht als Oldtimer-Fahrer bezeichnen würde. Der klassische Oldtimer-Fahrer ist der Herr, der schon alles hat, von der hübschen Gespielin, die der Schönheitschirurg bereits etwas nachgebessert hat, bis hin zur Motorjacht von Monaco, der dann vielleicht irgendwann einmal sagt, jetzt gönnt er sich noch einen English Racing Greenen Jaguar oder Triumph Roadster oder ähnliches, den er beim Bruckner für teures Geld warten lässt und damit bei Schönwetter an der einen oder anderen Oldtimer-Ausfahrt teilzunehmen. Das ist eine schöne Sache. Unser einer sieht sich eher als Altblechfahrer, bewegt seinen nicht historisch wertvollen Oldtimer eigentlich alle Tage, weil ein Auto auch bei uns, Kultfaktor hin oder her, ein Alltagsgegenstand ist. Und ich sehe mich selbst nicht als Oldtimer-Besitzer oder Fahrer. Und ich glaube, da wird auch der Gerce oder jeder andere hier von uns ein bisschen beipflichten. Naja, also der Mercedes ist aber auch nicht mehr der Jüngste. Wir wollen da jetzt auch gar nicht drüber reden, ob die Autos jung oder alt sind. Ich meine, der Name Oldtimer würde besagen, dass sie alt sind. Aber wie gesagt, wir sind Altblechfahrer und nicht Oldtimerfahrer. Sehe ich so. Darum wollte es aber schönen mit Muscle Cars. Ja, aber da spielen wir dann eigentlich auch schon wieder in der US-Car-Szene mit. Und in der US-Car-Szene braucht man mal ein grundlegendes Startkapital, um sich diesen Traum leisten zu können. Reparieren. Da rede ich dann noch gar nicht von der Erhaltung, was Steuer- und Spritverbrauch angeht, wenn man sowas im Alltag fahren möchte. Ich rede auch nicht von der unglücklichen Situation, dass die Parkplatzsituation in Salzburg für die Dimensionen eines großen US-Cars eher, ich sage einmal, nicht so rosig sind. Sondern es geht letztendlich darum, dass diese US-Car-Fahrer eigentlich diese Autos alle als Zweitfahrzeug haben und als Spaßmobil nebenbei nutzen. Was sagen wir, statt ein Twingo, aber doch will er ein Mini, oder? Naja, also der Mini ist definitiv einmal cooler. Es gibt sogar einen als Muscle-Car, aber das wäre jetzt sehr pervers, diese Diskussion anzufangen. Na, wo die sich, ja, nein, da können wir uns verzetteln. Genau. Wollen wir ja gar nicht, das macht eh die Regierung in dem Jahr schon. Na, also wie gesagt, das ist durchaus richtig, man fährt mitunter natürlich auch bei uns in der Szene mal ein US-Car oder ein Muscle-Car. Ich distanziere mich aber trotz alledem auch ein bisschen von der klassischen US-Car-Szene, die auf ihren Treffen den Klapphocker neben dem Auto aufstellt. Eine Du hast mal einen Skoda gefahren, also einen alten Skoda, da war die Benzinheizung an und recht lustig zum Fahren. Hey. Ja, aber Skoda ist bei aller Liebe weder Muscle-Car, ja, noch US. Aber das war ein Oldtimer. Wie gesagt, es war Benzinheizung. Ja, ich kann mich an deinen Skoda noch erinnern. Aber über den wollen wir jetzt nicht reden, weil sonst wissen die Zuschauer daheim, wie alt wir schon sind. Und dann glaubt uns fast keiner mehr, als ich vorhin gesagt habe, dass ich das mit Arbeit macht frei nicht mehr miterlebt habe. So alt bin ich dann nämlich doch noch nicht. Glücklicherweise. Ist eh schlimm genug, dass ich das Wiederkehren so mancher Ideen der damaligen Zeit
heute live miterleben muss, in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja einen gewaltigen Rückschritt im Jahr 2020 gemacht haben, den ich in dieser Form eigentlich nie für möglich gehalten habe. Zumindest hat man die Demokratie nicht verschlafen, die sogenannte Demokratie. Was das Wort wieder ist, kann man ja auch streiten. Dazu möchte ich dann gerne noch kommen. Also wie gesagt, bleiben wir ganz kurz beim Rockabilly. Grundsätzlich sehe ich es ja schon als falsch an, von Rockabillys zu reden. Weil es keine Bellycoat-Frauen mehr gibt, gell? Die muss die Art erhalten. Nein, weil es die einfach nicht gibt. Also genau genommen ist der Rockabilly eine Spielart des Rock'n'Roll, der in den 50ern eine kurze, heiße Phase hatte. Die Leute, die diese Musik hören, wurden in den USA als Greaser bezeichnet. Die wurden auch vor den Hippies rebellisch wurden. Ja, in Großbritannien als Teddy Boys und ähnliches. Also man kann vom Rockabilly Rebel sprechen, aber der Rockabilly an sich ist eigentlich keine Szenebezeichnung und eigentlich nicht existent. Das beschreibt lediglich einen Musikstil. So viel jetzt quasi zum unglaublichen Klugscheißen als Erklärung zum Rockabilly. Wichtig an dieser Sache wäre vielleicht, dass der Rock'n'Roller an sich, und das ist mir deswegen wichtig, weil es vielleicht aufgrund der aktuellen politischen Situation relevant ist, ein rebellisches Wesen hat und in den 50ern angefangen hat, mit Konventionen zu brechen. Also viele Dinge, die für den ganz normalen Bürger heute ganz alltäglich sind, zum Beispiel das Tragen von Jeans oder das... Schmierige Haare. Ja, das ist... Die Locke, die Haare wurden schon etwas länger wie früher. Vom Bürstenhaarschnitt kommt ja man schon zur Zwischenphase des Hippie-Haarschnittes. Ja, da verzetteln wir uns jetzt, aber wenn wir jetzt da quasi sämtliche... Ja, die Frisur ist ein prägnanter Punkt eines Rockabillys. Naja, wie gesagt, Rockabilly an sich gibt's ja schon mal nicht. Da waren wir ja. Naja, sagen wir mal, darum sage ich ja Grease einfach, dass man die Frisur etwas hervorhebt, weil das doch ein prägnantes Merkmal ist. Ja, aber ich glaube, du hast mit dem Harry und mit mir ja zwei durchaus sehr ansehnlich frisierte Exemplare da. Ja, also darum sage ich ja. Insofern glaube ich, muss man das mit der Tolle jetzt gar nicht zwangsläufig erklären. Darum die Aluhutverweigerung, gell? Mir ging es nur darum, das klarzustellen, damit es nicht heißt, wir nehmen unseren Bildungsauftrag hier nicht ernst. Wenn man nämlich quasi die Sache einfach nur beim Google eingibt, kriegt man da inzwischen die von dir vorhin erwähnten Petticoat-Frauen zu sehen, im Tüpfchenkleid und ganz viele lustige Männer mit Rauschebärten, das war noch, wie wir jung waren, gell? Und dergleichen. Und alles, was man dort zu sehen und teilweise auch zu lesen bekommt beim Google, ist eigentlich nicht ganz... Oder weitestgehend meistens. Es dünnt immer mehr aus. Was die Darstellung des Rock'n'Roll angeht. Und deswegen habe ich mir gedacht, starten wir dieses heutige lustige Zusammensitzen mit dieser kleinen Korrektur. Wie dem auch sei, der Rock'n'Roll-Hörer, der sich an den 50er Jahren ein bisschen orientiert, so wie wir das alle tun, hat meines Erachtens nach damals, und wenn er das heute so zelebriert, auch immer noch einen rebellischen Geist, hat quasi die sexuelle Revolution damals begonnen, hat die Jeans salonfähig gemacht und vieles andere und hat auch damals eigentlich schon mit diesen spießigen und konservative Teil, Flucht. Genau, spießigen und teils sehr falschen moralischen und politischen Systemen der damaligen Zeit gebrochen. Und deswegen sehe ich es irgendwo eigentlich nur als ein Fortführen dieser Tradition als Rock'n'Roller im Hier und Heute, auch mit der aktuellen politischen Situation nicht einherzugehen. Es gibt sicher Leute in meiner Szene, die das anders sehen und voller Stolz ihre modisch passende, kirschenbedruckte Mund-Nasenschutz-Geschichte tragen oder sich ganz groß einen Patch auf die Jacke nähen, wo groß Rebel draufsteht, um dann gänzlich konform in dieser Gesellschaft zu kuschen, während man ihnen Grundrechte wegnimmt, ihre Freiheiten einschränkt und dergleichen. Viele Künstler, die in dieser kleinen, aber doch sehr feinen Szene unterwegs sind, haben dann quasi das Problem, dass sie wirklich so, wie soll man sagen,
ich will nicht sagen armselig, weil ich möchte keinem Künstler zu nahe treten. Sie aber sind da, nicht zu sehen zumindest. Sie sind dahingehend so gehemmt, anstatt zu rebellieren gegen ihr Schicksal, dass sie einfach um Spenden aufrufen, um als Künstler eventuell diese Zeit überdauern zu können. Also nicht, man nimmt das Schicksal in die Hand und rebelliert gegen das, was gerade zum Teil völlig unlogisch und willkürlich vorgenommen wird, sondern man sagt einfach, na bitte, bitte spendet, damit ich überleben kann. Möchte ich an dieser Stelle, wie gesagt, nicht verurteilen, weil ich bin kein Musiker und ich gönne jedem, dass er über die Runden kommt. Ich halte es nur für einen Rock'n'Roller, persönlich einen sehr sonderbaren damit Weg. Löscht man kein Feuer sozusagen. Man muss Feuer nicht unbedingt löschen. Ich glaube, das Feuer hat den Menschen letztendlich unglaublich weit gebracht. Die Frage ist, ob man es unter Kontrolle hat. Ich meine, dass man die Wurzel einfach nicht angeht. Die Leute jammern über Symptome, wollen mehr Kohle haben, anstatt das Problem an sich angehen wollen. So wie die Künstler, das hier, ihr seht das auch bei den Gastronomen so. Man sieht kein einzig bei den Dingen, weil sie angeblich ja noch genug Geld bekommen. Aber nicht weitreichender denken, dass diese Kredite sind, die zurückgezahlt werden müssen und naja, aber ich bin bei dir, aber ich muss dazu sagen, ich meine, wir sind alle in der Gastronomie an sich tätig. Im Moment sind wir ein bisschen untätig. Nur der Unterschied ist, dass der Gastronom, anders als der vorhin beschriebene Künstler oder jetzt in diesem Falle der Rock'n'Roll-Musiker oder ähnliches, ein bisschen Geld halt noch kriegt, ja. Dass der Gastronom nicht um Spenden bettelt. Ja, meine ja. Der Künstler kriegt natürlich mitunter noch weniger staatliche Hilfe, was einmal mehr zeigt, wie sehr es eigentlich wirklich um dieses Kulturland steht. Also wenn wir wirklich so eine Kulturstadt oder so eine Kulturgesellschaft wären, dann wäre es eigentlich schön, wenn Künstler nicht betteln müssten, um überleben zu können, weil sie anscheinend zu wenig kriegen. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass es relativ schlimm ist, wenn ein Künstler heute eben bettelt, um zu überleben, und du vergleichst ihn dann mit einem Gastronomen. Der Gastronom hat ja nachweislich sein Geschäft gemacht, seine Steuern bezahlt und das glücklicherweise in einer Höhe, die ihm dann mitunter auch zu 80, 50 oder wie viel Prozent auch immer abgegolten wird. Beim Künstler ist das Problem, gerade im Rock'n'Roll, die meisten sind das nicht hauptberuflich, sondern machen das nebenberuflich. Und wenn du jetzt als Teilzeitmusiker und Teilzeit Anderserwerbstätiger in beiden Branchen oder Arten deines Broterwerbs am Papier zu wenig Umsatz machst, dann fällst du genauso wie ein Tattoo-Studio-Betreiber oder ein Fitness-Coach mitunter einfach durchs Netz. Und das ist ärgerlich und das ist mitunter auch ungerecht, das bestreite ich nicht. Ich finde es nur relativ schlimm aus meiner Sicht, wenn sich heutzutage jemand in den guten Zeiten, die wir früher hatten, darauf besinnt, dass er ja ein rebellischer Rock'n'Roller ist und dann im nächsten Augenblick quasi bettelt, um durchzukommen, anstatt der rebellische Rock'n'Roller zu sein und seine Stimme und sein Talent von mir aus an Gitarre oder einem Instrument zu nutzen, um Protest sprechen zu lassen. Das heißt, unsere Gesellschaft nimmt gänzlich unhinterfragt seit Monaten, also ich rede jetzt nicht vom ersten Lockdown, ich rede jetzt nicht von den ersten Tagen oder Wochen, wo diese Situation für uns alle neu war, sondern ich rede davon, dass wir inzwischen ein Dreivierteljahr in einer Situation sind, wo wir eigentlich von den Maßnahmen, die wir zur Eindämmung des großen Sterbens, wie es anscheinend stattfindet, haben, immer noch am Start sind. Das heißt, wir machen seit einem Dreivierteljahr nichts anderes, als wir sperren auf, wir sperren zu, wir sperren auf, wir tragen Maske, wir tragen keine Maske, wir tragen doch wieder Maske. Es hat sich in dem letzten Dreivierteljahr wirklich nichts verändert. Wir hatten den ersten Lockdown, wir haben einen zweiten Lockdown, seit wenigen Tagen sind wir jetzt in Österreich im dritten Lockdown. Und wie gesagt, ich finde es falsch, wenn Leute das nach dieser Zeitspanne immer noch unreflektiert und unhinterfragt mittragen. Seht ihr das anders? Na, das habe ich ja damals zuerst so mit den verglichen Künstler und Gastronomen. Sie sind sich schon etwas gleich, ja.
sind früher immer die Ersten gewesen, die rebelliert haben. Da hat man sie der getroffen. Der Gastronom in Österreich rebelliert nicht, weil der Gastronom... Das ist jetzt ein neues Erscheinungsdasein, was bei den Gastronomen, bei den Künstlern sieht. Wenn man schaut einmal, Monet und die alles, die Künstler früher, das waren die Ersten, die was sozialkritisch Kunst betrieben haben. Bei den Wirten hat man sie ja früher getroffen, um sich konspirativ etwas auszumachen, wo man sie trifft, um seinen Unmut klar zu machen, ja. Da spüren jetzt die Wirten mit uns, den Menschen, die denen die wichtigen Botschaften senden können durch die Künstler, durch dem, dass man sich beim Wirten ein bisschen einen Austausch machen kann. Das gemeine Volk parlamentiert beim Wirten, die Politiker parlamentieren im Parlament, verstehst? Und das ist etwas, was uns sehr wichtig ist, genommen worden ist. Das gemeine Volk hat heutzutage in diesen Zeiten soziale Medien. In sozialen Medien hat das Stammtischniveau von 1 die Größe von 8 oder 10 Leuten gesprengt. Wird ja auch schon zensiert eben. Heute haben wir auf Facebook oder sonstigen Plattformen dieser Art nicht 8 Leute, die irgendein Ich bin gestern Problem gesperrt worden, dass ich 3 Tage nichts posten kann auf Facebook. Sagen wir es mal ja so. Ja, gut, das mag durchaus sein, dass wenn du zu kritisch bist, das ein Problem ist, kennen wir alle. Die Tatsache nichtdestotrotz ist die, dass ich sage, was früher der Stammtisch als Ventil für den Bürger war, ja, es ist, ist heute quasi ein soziales Medium. Ja. Und das führt leider Gottes auch dazu, dass jeder zu allem eine Meinung hat und jeder auch meint, dass er in irgendeiner Form aktiv etwas tut, wenn er ein Like oder ein Dislike gibt und damit auch schon meint, seine es demokratische Bürgerpflicht. Sofa-Aktivismus sprichst du jetzt an. Ja, wir sitzen jetzt auch gerade am Sofa. Naja, aber nicht die ganze Zeit heute. Wir werden aber auch noch etwas aktiver werden heute, ja. Aber das soll noch gar nicht das Thema sein. Das Thema letztendlich ist das, dass der Wirt nichts erwirkt. Anders als der Künstler noch nicht bettelt. Mhm. Ganz im Gegenteil. Aber der Künstler, der bettelt, sich trotzdem nicht auf unseren Demonstrationen einfindet, weil er vor dieser Keule Angst hat, ja. Paradoxerweise, ja, weil er in der Angst vor der Angst da miteinander vegetiert. Na, da geht's nicht um die Angst von der Angst, sondern das ist der die Künstler, Angst. Nein, dass der Künstler hinterher, und da kommt der sogenannte Kulturstaat, den ich vorhin erwähnt habe, wenn alles wieder vorbei ist, also wenn wir dann alle durchgeimpft sind und das alles wieder gut ist. Hoffentlich kriegt er gute Spenden. Da kriegt er keine Spenden, sondern da kriegt er Kulturfördergelder oder kriegt wieder Engagement auf irgendeiner staatlichen Bühne und Co. Das heißt, niemand wagt es im Moment, die Hand, die ihn füttert, zu beißen. Und damit sind wir eigentlich ja schon ein bisschen bei dem Thema heute Abend. Weil, wie gesagt, die Gastronomie, die du da verglichen hast mit dem Künstlerstatus, was ich, wie gesagt, nicht so sehe, weil der Gastronom da in einem ganz anderen Boot sitzt. Die Gastronomie hat sich bis dato an Punkt und Komma und Strich und Faden an alles gehalten. Wenn du der Gastronomie sagst, der Feuerlöscher darf oder muss 3 mm tief verkenkt werden, ob das sinnvoll ist oder nicht, diese 3 mm, dann wird der Wirt das umsetzen, weil es um seine Konzession und um seine Sachen geht. Das heißt, die Gastronomie wird alles machen. Die Gastronomie hat vor Einführung des Raucherschutzgesetzes dementsprechend bauliche Trennungen gemacht, die dann hinterher hinfällig waren. Die Gastronomie hat Corona-Konzepte erarbeitet und gemacht und wurde trotzdem zugesperrt. Sehr ausgeblutet. Also, die Gastronomie ist da in einem etwas anderen Konzept als der von mir erwähnte Rock'n'Roll-Künstler. Der Geduldsfaden der Gastronomie, wenn du es mit den Rauchergesetzen sagst, ist jedenfalls extrem hoch. Aber vergessen wir doch einmal die Gastronomen, die Künstler, wie wir mal gemerkt, da kommt jetzt nichts. Der normale Proletarier, der Arbeiter, ja. Jetzt einmal abgesehen von Corona, es gibt ja nicht nur Corona in dem Jahr, auch die Hacklerregelung wurde runtergesetzt. Wer möchte wirklich bis 80, 90 hackeln? Warum geht da noch keiner auf die Straßen? Naja, weil die Leute ja im Moment in Kurzarbeit und Co. letztendlich alle noch am Tropf hängen. Das, was mich ein bisschen traurig stimmt an der Tatsache, ist, dass jeder glaubt, er hängt jetzt am Tropf und dieser Tropf tropft ewig weiter und alles wird gut. Ich glaube nicht, dass man sich's, wenn man sich das letzte Dreivierteljahr rückwirkend anschaut und man sich die Prognosen jetzt für das Jahr 22, also ich greife da jetzt mal vor, ich habe mir da gestern erlaubt auf meiner Facebook-Seite
das Interview vom Infektiologen der Universitätsklinik Salzburg, des Herrn Richard Greil, zu zeigen, der gesagt hat, ja, also man müsste jetzt mal 60-70% der Bevölkerung durchimpfen, um dann im dritten oder vierten Quartal des kommenden Jahres, also wir reden da jetzt bitte vom Jahresende 2021, halbwegs wieder eine eventuelle Normalität zu haben. Da kannst du ja einen Lockdown sozusagen. Wobei er davon ausgeht, dass es im Zweifelsfalle schon so ist, dass der eine oder andere Hype mit Erkältungswellen im Herbst wieder dazu führen, dass vielleicht das mit der Maske dann immer noch Thema ist und auch Homeoffice und ähnliches uns erhalten bleiben wird. Ja. Da stelle ich mir dann schon die Frage, wo dann der Gamechanger dieser Impfung sein soll, den Kurz und Co. da so unglaublich... Bis 100% geimpft sind, das haben sie eigentlich im Grunde eh vordeklariert schon. Sind dann die kleinen Anläufe heute. Es gibt ein Jahr lang Lockdown, weil diese Verweigerer natürlich, die muss man auch noch mitrechnen, die bleiben in Lockdown. Nicht nur die, die sich frei geimpft haben. Naja, also ich glaube grundsätzlich einmal, dass eine hundertprozentige Impfung ein Irrsinn ist. Naja, und zwar, ist der feuchte Traum, dieser Eugeniker. Nein, ich halte das für einen Irrsinn in der Kommunikation, weil man wird nicht jedes Kleinkind und jeden Säugling impfen. Also das mit hundertprozentig, das mag irgendwo der eine oder andere Aluhutträger glauben, dass kommen wird, das glaube ich nicht. Was sagt der Bill Gates zumindest heute? Ja gut. Das ist ein hoher Aluhutträger, ist ja klar, man soll nicht jeden Aluhutträger glauben, aber er hat zumindest Macht, der Bill Gates. Ja, ich gehe dann doch davon aus, dass mein persönliches oder unser persönliches Problem jetzt einmal akut die Unfähigkeit unserer eigenen Bundesregierung ist und wir uns zwar von mir schon mit einem Auge über die Grenzen hinauswagen dürfen, ich allerdings nicht glaube, dass es mich als Österreicher jetzt wahnsinnig wie betrifft, was Bill Gates meint. Ich wäre schon ganz froh, wenn der ein Computerprogramm erarbeitet hätte, mit dem ich problemlos arbeiten könnte. Dem ist nicht so. Warum er quasi im deutschen Staatsfernsehen eine Sendezeit bekommen hat, von der jeder deutsche Bundespräsident träumen kann und dort als Computermensch, als neuer Gesundheitsexperte dargestellt wurde, obwohl das gar nicht sein Metier ist, habe ich auch nicht verstanden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Bill Gates, Mari, Gerci und mir relativ wurscht ist. Genau, da können seine Aktienkurse steigen, wie sie wollen. Tatsache ist, was mir nicht wurscht ist, ist, dass ich in einem Land lebe, das offiziell eine Demokratie darstellt und in der Volksvertreter an der Macht sind und diese Macht im Moment meines Erachtens nach missbrauchen und das teilweise sogar sehr unverblümt, um Maßnahmen durchzusetzen, die, wie gesagt, zum Teil nachgewiesenerweise verfassungswidrig sind, die zum Teil völlig willkürlich sind, die zum Teil total unrational sind und unlogisch sind. Und das ist einfach was, wo ich sage, das bin ich nicht bereit, als österreichischer Steuerzahler, dem 50% seines Verdienstes entrissen werden, zu tolerieren. Ich lebe damit, dass das Kulturleben in dieser Stadt oder in diesem Land jetzt meinem persönlichen Gusto nicht unbedingt entspricht und meines Erachtens noch auch dem großen, selbstbeweihräuchernden Salzburg und Österreich nicht immer zur Ehre gereicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich zwar Klassenmedizin inzwischen habe, wo man für jede Krone, wenn sie denn nicht gerade aus Amalgam ist, selber zahlt und dergleichen. An all das hat sich jeder von uns gewöhnt. Wir leben besser als in vielen anderen Ländern auf der Welt, das möchte ich nicht leugnen. Nur wenn ich 50% meines Geldes abdrücke, um dann letztendlich wie ein Häftling, und deswegen trage ich dieses schöne Hemd, weil wir inzwischen in Österreich alle inhaftiert sind, manch einer hat es nur noch nicht verstanden. Ja, wohnhaft. Nein, die Frage ist, mich hat... Der Polizist fragt ja oft genug auf der Straße, wo sind Sie wohnhaft? Na, das meine ich nicht. Man hat mich nach dem Tannenbäumchen-Video, also dem Covid-Navidad-Bäumchen gefragt, naja, warum ich mich aufrege, es ist ja alles nicht so schlimm. Aha. Es stimmt, es ist gar nicht so schlimm. Also, ich habe die Möglichkeit,
mich mit Leuten zu treffen, wobei festgelegt wird, aus welchem Haushalt und zu welchen Zeiten. Es wird festgelegt, ob meine Arbeit systemrelevant ist oder nicht. Es wird festgelegt, zu welchen Zwecken ich auf den Hof raus darf oder nicht. Also wir alle führen im Moment ein fremdbestimmtes Leben, wie es eigentlich jeder Häftling gewohnt ist. Nur, dass der Häftling seine 3 Mahlzeiten gestellt bekommt und seine Zelle gestellt bekommt. Wir zahlen für unser Essen und unsere Wohnung nur selber, dürfen auch gern, wenn's ist und wir nicht gerade einer Branche obliegen, die entweder als Virenschleuder hochkriminell ist, wie es die Gastronomie oder ähnliches ist, zwar weiterhin arbeiten, aber alles, was Freizeit darstellt oder Sozialkontakte oder Vergnügungen, ist natürlich verboten. Pure Existenz. Außer Skifahren, also ja, ich finde das immer ganz lustig, wenn wir einen unserer Spaziergänge haben und sich dann irgendein Passant am Straßenrand aufregt. Wegen uns sind wir dann quasi in 20 Jahren immer noch im Lockdown, weil wir die Viren so verbreiten, weil wir die Abstände nicht einhalten und weil wir so zahlreich sind. Ja, und dann schaue ich mir an, was an Skitalstationen passiert oder wie es in einem Shoppingtempel à la Europark im Wochenende vor Weihnachten zugeht. Da denke ich mir immer, ja, stimmt, die paar Menschen, die für ihre Grundrechte auf die Straße gehen, an denen wird Österreich versterben. Ganz bestimmt. Kleine Schlange stehen vor den Geschäften, habe ich in Europark letztens gesehen, die haben Blockabfertigung gehabt. Ja, oder gestern vor dem Eislaufstadion, als wir am Abend unterwegs da waren. Noch, genau. Wo keiner eine Maske auf hatte, weil es unter freiem Himmel ist, ich hätte auch keine getragen, stehe ich dazu, aber wo wirklich der Vordermann dem Nächsten auf die Zehen getreten ist. Zur Lungenentzündung halt von Worten draußen in der Köln. Aber wie gesagt, wenn wir spazieren gehen, sind wir natürlich das Feindbild und das ist halt relativ schlimm. Aber wie gesagt, 2020 war ein besonderes Jahr. Politiker sind erstmals in der Geschichte ausgezogen, den Tod auszurotten. Und haben dabei ganz tolle Sachen gemacht. Wie gesagt, Shoppingcenter zugesperrt, um Skilifte zu öffnen und ähnliches. Es ist ganz großartig. Am Anfang hat es noch geheißen, ja, wir müssen den Helden des Alltags, also all jenen armen Österreichern, die in einer Branche tätig sind, die einfach lebenswichtig ist, also wir reden von der Kassiererin im Supermarkt, wir reden von der Trafikantin, den Trafikanten und dergleichen. Also alles, was man halt braucht, um das normale tägliche Leben zu absolvieren. Also die, die das Klopapier geschlichtet haben, für jene, die nicht protestiert haben, als ihre Grundrechte abgeschafft wurden, sondern Klopapier gehamstert haben. All diesen Menschen hat man damals noch applaudiert und gesagt, die sind wichtig, das sind Helden. Die brauchen mehr Geld dafür, dass sie ihren Job machen. Ich weiß zwar nicht, warum sie mehr Geld brauchen, wenn sie ihren Job sonst auch nicht besser bezahlt bekommen. Ich hätte es aber begrüßt, weil ich grundsätzlich sage, fairerweise, die relevanten Arbeiten werden bei uns meines Erachtens noch zu schlecht bezahlt. Es geht einem eindeutig besser, wenn man Bankmanager ist, die Bank an die Wand fährt und sich dafür Millionenboni auszahlen kann. Aber das ist natürlich nur meine laienhafte Darstellung. Ich war nie Bankmanager. Nichtsdestotrotz, wir haben also gehört, 2020, es gibt die Helden des Alltags. Ja, und wenn man sich in den letzten Tagen so angesehen hat, wie es den Fernfahrern und dergleichen nach der neuen Virenapokalypse ging, weil das Virus ist ja passend zum Jahresende, wer hätte es gedacht, nochmal mutiert. Viren mutieren regelmäßig, weil sie das müssen, um zu überleben, aber jetzt, wo es in den Endspurt geht, vor der Impfung, hat man natürlich nochmal medientechnisch nachheizen müssen. Ja, und dann schaut man sich an zwischen Dover und Calais, wie LKW-Fahrer 3, 4, 5 Tage ohne sanitäre Anlagen, ohne Lebensmittel, zusammengepfercht auf riesengroßen Parkplätzen festgehalten werden. Ja. Verhungern, wenn sie gefüttert werden. Als Helden des Alltags. Da wird's dann vielleicht gar nicht so drum gegangen sein. Es wird im Jahr 2020 vielleicht doch gar nicht so um die Gesundheit der Bevölkerung gegangen sein. Weil wir haben das mit dem Rauchen zwar offiziell in Lokalen verboten, der österreichische Staat verkauft aber immer noch mit Freude und ganz viel Gewinn Tabakprodukte, er verkauft auch immer noch Alkohol, an dieser Stelle, cheerio.
und hat nichts dagegen einzuwenden, dass sich in Österreich auch jedes Jahr Prost, Ari. Sehr schön, wohl. Ganz viele Menschen nach wie vor mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und dergleichen aufgrund von zu wenig Bewegung und falscher Ernährung und dergleichen letztendlich frühzeitig ins Krankenhaus oder ins Grab bringen. Ja, das Erste, was man nach dem ersten Lockdown gemacht hat, war nicht dem österreichischen Gastronomen, der selber kocht, mit vernünftigen Lebensmitteln zu erlauben, seinen Gastgarten zu öffnen, sondern man hat den McDrive aufgemacht. Starbucks zum Beispiel auch noch. Für die Traditionskaffeehäuser möchte ich da einen Bogen spannen. Na, es ging mir da jetzt eigentlich mehr darum, dass es, wenn es ja darum geht, die österreichische Bevölkerung jetzt quasi gesund zu halten, für mich persönlich ein bisschen ein Schildbürgerstreich ist zu sagen, das Erste, was wir ihnen dann aufmachen, ist dann der McDrive. Weil da können sie dann nämlich im Auto sitzend Junkfood kaufen. Aber wie gesagt, ich bin noch kein Politiker, ich muss es nicht verstehen. Also der Gesundheitswille ist nicht so ganz so stark, dass wir den kriegen von der Politik aus. Paradox. Naja, man hat ja auch in diesen letzten... Glutamat, Aspartam möchte ich aussprechen, so viel Zucker in den Geschmacksverstärkern alleinig drin. Da hat es den Politikern auch noch nie was gejuckt, dass der Mensch gesundheitsmäßig geschützt wird. Nein, nein, man spart Turnstunden ein, wie gesagt... Hebammen werden so hoch besteuert. Man sperrt Krankenhäuser zu, man hat doch dieses Jahr einmal mehr beschlossen, Intensivbetten abzubauen, was in dieser Krise meines Erachtens noch schon recht spannend ist. Man braucht ja die Story dann auch, dass die Intensivstationen voll sind, verstehst? Ja, die Intensivstationen sind wahrscheinlich, wenn es ausreichend zugeht, immer an der Grenze des Möglichen. Das haben wir nicht erst 2020. Das wirst du als ehemaliger SALG-Mitarbeiter, genauso wie ich als ehemaliger externer SALG-Mitarbeiter und ehemaliger Rotkreuz-Mitarbeiter durchaus wissen. Ja? Mhm. Es gibt immer Stoßzeiten im Jahr. Das war es ein Tierarzt, das war es ein Zahnarzt. Wir haben alle dieselbe Hygienefach gehabt. Naja gut, also ob der Tierarzt jetzt weiß... Naja, man muss auch die Hygienevorschriften einhalten. Das Fach ist nicht so... Es geht jetzt um volle Intensivstationen und nicht um... Ja, also natürlich hängt das alles im medizinischen Bereich alles ein bisschen so. Jeder Arzt, jeder Medizinangestellter hat zumindest eine Ahnung, wann eine Pandemie gerechtfertigt ist und wann nicht. Und wann die Alarmglocken mir zum Beispiel läuten, dass... Wenn ich beigebracht habe, dass diese Masken nicht vor Viren schützen, sondern nur vor Bakterien, wir schon alle längst ausgerottet sein hätten müssen, wenn wir jetzt von ersten Lockdown mit den ersten Maskenverpflichtungen, die was eigentlich, also gesundheitlich, keinen Nutzen hatten, wir tot sein müssten, wenn es ein Killer-Virus gäbe. Naja, also das Schöne ist, da pflichte ich dir grundsätzlich bei, wobei ja die Maske, wie gesagt, und das hat ja auch seitens der Regierung niemand bestritten, lediglich den anderen schützt, wenn man sie trägt, weil das Sekret aufgefangen wird. Einmal das beim Virus, weil der Virus, der schießt durch die Masken durch, noch rein oder noch raus. Das Sekret, dass die Viren selber zu klein sind, das ist schon richtig. Wobei ich auch dazu sagen muss, wie gesagt, wir haben jetzt ein Dreivierteljahr Masken getragen, bis auf den Herrn Kurz im Kleinwalsertal, da haben wir das nicht gebraucht. Ich glaube auch, dass der Herr Bundespräsident bei seinem Sperrstunden-Fauxpas keine Druck in seinem Italiener. Ich hörte, der Herr Kurz wäre zu schön für eine Maske. Das hätte beim Rauchen gestört. Ich glaube auch, dass nach der Wien-Wahl, als sich alle Politfunktionäre weinend, ob ihres Erfolgs oder ihres Misserfolgs, in den Armen lagen, quasi Mindestabstände nicht eingehalten haben. Ja, aber kann es nicht so sein, dass der Herr Kurz einfach zu schön ist für eine Maske? Das ist jetzt eine Frage, die du mir bitte nicht ernstzunehmend stellst, weil das kann ich dir nicht beantworten. Ich bin überzeugt hetero und habe über die Attraktivität des Herrn Sebastian Kurz noch nicht nachgedacht. Ich muss gestehen, er wäre in der Altersklasse, die passen würde, hat aber eindeutig die falsche Chromosomenbesetzung und... Ganz ehrlich, auch wenn es schön ist, wenn man beim Sex irgendwo vielleicht mal wo anpacken kann, die Ohren sind es für mich nicht.
Wie dem auch sei, Tatsache ist einfach, dass unsere Politiker rückblickend in diesem Jahr 2020 sehr schön gezeigt haben, dass die Regeln, die für uns gelten, für sie scheinbar noch nicht gelten. Also wie gesagt, Kleinwalsertal, Wienwahl, Bundespräsident beim Wirten und dergleichen. Ja, es gäbe da auch einige Beispiele aus dem benachbarten Deutschland, wo das ähnlich ist. Aber der österreichische Bürger ist zerrissen, das Land gespalten. Es gibt die, die da sagen, na, ist eigentlich ein Wahnsinn und die Regierung muss weg und so geht das nicht. Und es gibt die, die sich immer noch fürchten und sagen, na, das kehrt vielleicht sogar noch viel härter. Ja, Sadomaso-Typen gibt's immer. Um's kurz zu machen, ich sehe mich in diesem Falle tatsächlich als Demokraten. Ein kleiner Break. Ich schalte die Kamera nochmal ein. Dann nimmst du nur ein Bier mit, bitte. So, genau. Damit der Zuschauer von den Sofas nicht einschlaft, den immer noch eine Perspektive zu sehen. Naja, also nachdem der Zuschauer am Sofa munter bleiben sollte bis Mitternacht, weil dann offiziell das Jahr 2021 beginnt, in das wir doch alle so große Hoffnungen legen, weil doch da hoffentlich alles besser wird. Das sind ja unsere Zukunftszuseher. Das ist ja keine Live-Version. Ja, das ist ja völlig klar, aber nichtdestotrotz. Wir sind ja jetzt noch in die Vergangenheit. Bin ich der festen Überzeugung, dass ihr quasi trotz alledem, wenn er heute bis Mitternacht munter bleibt, er ja dann eh seinen Lebensrhythmus dahingehend zerstört, dass er morgen zu der Uhrzeit anruft. Wie die Straßen ausschaut, von oben, geisterleer oder nicht. Aber naja, echt cool, ich muss mir noch an den Archiv schauen, Vergleichsbilder, was der, wenn man dann einblendet, vollgestreckten voll in den vergangenen Jahren und dann ein aktuelles Video heute, wo doch auf einmal bei der Überblendung voll geisterleer wird. Ich finde, wenn du jetzt hörst, wir gehen jetzt auf 22 Uhr zu, du hörst da draußen kein Böllern, keine Raketen, du hörst keine Leute. Und da sind wir eben dabei, wie schon erwähnt, dieses Land ist im Moment gespalten. Du sagst, es gibt eine Gruppe Masochisten, die es gerne noch härter hätte. Und es gibt eine Gruppe vermeintlicher Nicht-Masochisten, die sagt, das die Regierung Krieg, muss weg. Das ist der Krieg, muss man nicht scheppern draußen zu Silvester. Entscheidend für mich ist, ich respektiere, weil wir eben in einer Demokratie leben, durchaus auch andere Meinungen. Ich würde mir eine... ehrlich gesagt, gerne eine Diskussion wünschen und nicht eine festgefahrene Meinung an Fronten, wie wir sie im Moment haben. Und da ist eben der Punkt, mir ist kein Fall bekannt, wo ein Nicht-Maskenträger einen Maskenträger attackiert hätte. Ja, in Bussen gibt es schon mal ein paar so Sachen in Wien. Man kann Wien und Salzburg dürfen echt nicht vergleichen. Wirklich? Gab es in Wien Fälle, aber das wo Geile nicht ist Maskenträger... Das, es ist nicht schön, dass es passiert ist. In Wien im Bus ist passiert und dann haben aber zwei Maskenträger den Nicht-Maskenträger geholfen, mit der andere den zusammengehaut hat. Naja, also ich finde es von beiden Seiten blöd, aber mir war nicht bekannt, dass es überhaupt den ja, Fall gab. In Deutschland gab. En masse, aber in Wien vor... 4 Monaten, da ist ein Berühmter, der ist bei Salzburg TV gesprochen, der ist zur Post gegangen und einen Brief abholen. Mhm. Und hat keine Maske mitgehabt, ich krieg's leider hin, da steht schon alles drauf, brauche nur noch schicken und so. Geld passt da, den Rest kann uns kein Trinkgeld. Der Postbeamte hat den zusammengehaut und der hat den richtig zusammengehaut in der Postfiliale, den Kunden. Meine Akkus aus der Tasche. Wenn einmal der Postgang lebensgefährlich wird. Ich meine, wenn Salzburg Österreich ist, damit wäre es. Stimmt, das ist gerade lustig, wenn man mal Postler auf mich losgeht. Das wird Spaß. Ich weiß nicht, Wind. Dann gibt es am Land einen Postpartner weniger. Wie sag ich es? Am Land, ich meine, der. Ja. Bei mir ums Eck da. Achso, der. Ja, der ist entspannt. Ah, ja. Der Verlag sagt, das war lustig. Die Vorstellung ist lustig. Ich suche das Zeug, wie du Kolambo gesagt hast. Hat auf Bohnen oben. Ein Akku hast du schon gesprengt. Na, hervorragend. Hm?
Was heißt denn Akku? Jetzt ist die ganze Kamera hin, oder? Nein, ist ja schon kaputt, ja. Okay, ich wollte mal schauen, ob ich etwas ausgeschalten ist, aber das ist der Akku ja schon kaputt. So, der Next Drive. Ja, die Initiative rennt eh wohl. Die schalte ich nach 27 Minuten aus, weil das ist nur eine Fotokamera mit einer guten HD-Videoqualität, aber dadurch, dass das als Fotokamera verkauft wird, hat es eine Sperre drin, dass du sie nicht durchgehend aufnehmen lässt. So wird es halt dann billiger verkauft. Nur mal dazu, ne? Kommt wahrscheinlich aus China. Ja, ist das scheiße. Das ist Nachfolgeprodukt vom Wuhan-Virus. Aber nachdem ich ja später noch darauf zurückkommen werde, dass wir ja auch schweren Herzens, aber doch wieder meiner üblichen Neigung chinesische Produkte gekauft haben, ist das wurscht. Wenigstens die Amis bringen ja gar nichts mehr zusammen, außer Waffenproduktion. Naja, also da warnt man ja eh quasi durchaus beim Thema Sprengstoffe und Co. Nein, wie gesagt, also das Jahr 2020, die Bevölkerung zerrissen. Weil es halt mal so ist, man kann einmal einen Akku sprengen in großen Rahmen, darum habe ich ihn jetzt mal kurz gewechselt. Also wundert euch nicht, das ist ein ganz regulärer Cut, wird da nichts zensieren, gell? Ich habe da meine drei beglaubigten Menschen hier, die was das auch natürlich bezeugen werden. Und seit wann bin ich beglaubigt? Damit da alles in rechten Dingen zugeht. Wir haben letztens schon festgestellt, ich bin aus der Abteilung gottlos, ich bin nicht beglaubigt. Das überlasse ich jenen, die immer noch Kerzen anzünden, um ihre Grundrechte zurückzubeten. Nicht meine Welt. Naja, verliert wieder mal 10 Abonnenten, aber scheißegal. Warum? Weihnachten ist auch schon vorbei. Also heute ist Silvester, das ist kein kirchlicher Feiertag. Ihr dürft auf dem Kanal bleiben, auch wenn ich persönlich sage, dass mit dem Rechenbuch ist nicht meins. Bei mir darf man polarisieren, machen wir weiter so. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, Gesellschaft gespalten. Die einen fürchten sich nach wie vor und hätten es vielleicht gerne noch etwas strenger. Der Großteil, wenn man so die Kommentare liest und den Menschen so zuhört, und ich rede jetzt nicht von denen, mit denen man spazieren geht oder die man auf einer Demo trifft, sondern wenn ich mich in meinem persönlichen Umfeld so mit den Leuten unterhalte, mit Abstand und allem dazugehörigen, dann kriegt man eigentlich sehr schnell mit, dass die eigentlich alle mehr als übersättigt, übermüdet und angefressen mit diesem Thema sind und auch für sehr viele Dinge kein Verständnis mehr haben, weil eben diese Maßnahmen sehr willkürlich und nicht immer rational nachvollziehbar sind. Ja, nichtsdestotrotz, und da war ich vorher schon, ist die große Problematik, dass auch jene, die vermeintlich unzufrieden mit der Situation sind, darauf hoffen, dass andere diese Situation ändern, indem sie bei den nächsten Wahlen anders wählen oder ausreichend Protest mobilisiert wird, dass sich die Situation ändert, aber sie selber sind nicht bereit, etwas zu tun. Und damit sind wir wieder im Medias Res. Bäumchen gebastelt haben wir als Anschauungsbeispiel das letzte Mal als kleines Trash-Art-Projekt. Heute habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt und dazu möchte ich vorab euch alle einladen, jetzt den Medien auf Harrys Bildschirm zuzuschauen. Harry ist nicht nur ein Meister an der Flex, sondern auch am Fernseher. Herr Heuer Böllert, der verstößt gegen das Gesetz und muss dafür entsprechend blechen. Bis zu 10.000 Euro werden fällig für Produzenten oder Händler, die die gesetzlichen Bestimmungen missachten. Etwa ein Drittel geringer sind die Strafen für Privatpersonen, die den Start ins neue Jahr mit Raketen, Knallfröschen und Schweizer Krachern zelebrieren möchten. Hier setzt es maximal 3.600 Euro für Feiernde, die es trotzdem krachen lassen wollen. Denn einst angekündigte Silvester-Ausnahmen gibt es nicht. In ganz Österreich gilt ein harter Lockdown. Dabei kontrollieren die Silvesterregeln 4.000 Polizisten im Einsatz. Eines ist jedoch erlaubt: Feuerwerke darf man sich ansehen. Denn das gilt als Aufenthalt im Freien zur körperlichen oder psychischen Erholung. Gibt es Ausnahmen zu Silvester? Nein, der dritte Lockdown gilt von 26. Dezember ausnahmslos bis 18. Jänner. Zu Silvester gibt es keine einzige Erleichterung. Wen darf ich jetzt noch treffen? Grundsätzlich dürfen die eigenen vier Wände nur für wenige Ausnahmen verlassen werden. Ein Haushalt darf nur noch eine Einzelperson treffen. Darf ich nach 20 Uhr noch spazieren?
Die Polizei darf einen Spaziergänger nicht strafen, wenn er sich zur Erholung im Freien bewegt. Sind Feuerwerke noch erlaubt? Raketen, Knallfrösche, Schweizerkracher sind für Privatpersonen im Ortsgebiet verboten. Außerhalb dürfen diese wegen des Lockdowns auch nicht angezündet werden. Wer trotzdem böllert, wird dafür streng bestraft. Die einzige Landeshauptstadt, die zum Jahreswechsel ein offizielles Feuerwerk veranstaltet, ist Innsbruck. Silvesterdinner, wie und wo? Zu Hause natürlich, denn die Restaurants haben geschlossen. Essen abholen ist nur zwischen 6 und 19 Uhr erlaubt. Lieferservice ist rund um die Uhr gestattet. Das lauteste Geräusch wird heuer vielerorts das Knallen der Korken sein. Was mir aufgefallen ist jetzt, für mich sind das alles nur Verordnungen. Hast du irgendwo im Postkastel am Brief einen richtig gekriegt, wo das auch steht, dass man das alles nicht darf, wie Feuerwerkskörper verbrennen oder draußen sie aufhalten? Weil es gibt ja Menschen, die schauen kein Fernsehen, lesen keine Zeitung. Wie sollen die die Informationen kriegen? Darum ist ja auch das Gesetz gegeben, dass das im Postkasten deklariert werden muss mit einem Brief. Also um deine Frage zu nehmen, nein, ich habe das natürlich nicht in meinem Postkasten gelesen. Ich habe allerdings auch nie in meinem Postkasten gelesen, dass ich mit dem Nachbarkind nicht sexuell aktiv werden darf, dass ich nicht besoffen Auto fahren darf und ähnliches. Also ich persönlich für mich als erwachsener Mensch erwarte nicht, dass man mir jedes Gesetz persönlich per Post zuträgt. So viel Eigenverantwortung traue ich mir als mündigen Bürger zu. Dass ich mich über das, was weitestgehend passiert, auch ein bisschen am Rande informiere, beziehungsweise so wie es im Jahr 2020 war, dank der vielen systemkonformen Medien, die ja auch viel Geld dafür bekommen haben. Wie hast du da dann informiert? Ist das jetzt gesetzeskonform, was wir jetzt da im Radio gehört, im Fernsehen gesehen haben? Oder ist es so, wie ich sage, einfach nur Verordnungen bei jeder Gesetzeslage? Die Frage stellt sich mir nicht, weil wenn mir ein staatsnahes Medium sagt, ich darf mir ein Feuerwerk anschauen, ich darf aber keinen Knallfrosch, keinen Böller und nichts anzünden im Stadtgebiet und außerhalb vom Stadtgebiet auch nicht aufgrund des Lockdowns, heißt das, wo immer man so ein Feuerwerk entfacht, ist es illegal. Wer soll sich also eins anschauen, wenn es eh keiner machen darf, du, außer in Innsbruck? Darf ich mir jetzt einen Mord anschauen und das ist dann legal? Oder wie? Das ist doch abstrus. Natürlich darfst du dir einen Mord anschauen, das erhöht die Einschaltquoten am Sonntagabend beim Tatort, habe ich mir sagen lassen. Ich meine, ich selber lebe seit 20 Jahren ohne Fernseher, also weiß ich nicht, ob der Tatort am Sonntagabend noch Thema ist. Ich vermute aber schon, weil das ist eine erfolgreiche Sendung gewesen. Nichtsdestotrotz, also man dürfte sich ein Feuerwerk anschauen bei einem lauschigen Spaziergang. Man darf nur kein Feuerwerk machen. Und nachdem bis auf Innsbruck, dem Bericht zufolge, auch niemand in Österreich ein Feuerwerk macht, habe ich bzw. wir beschlossen, wir werden uns als volljährige Staatsbürger, wir sind alle 18, ich glaube, man sieht uns das an, wir können das zur Not auch mit Führerschein und Co. belegen, werden wir uns ein bisschen darüber hinwegsetzen und werden unseren heutigen Abendspaziergang zur Steigerung des gesunden Geistes in einem gesunden Körper heute ein bisschen auf die Spitze treiben, nämlich auf die eines der Salzburger Stadtberge, und werden dort illegalerweise kein Tischfeuerzeug in der Wohnung, sondern ein vernünftiges Feuerwerksdealer von Hofer draußen starten. Der Hofer, danke für die Schleichwerbung, war so unglaublich mutig, tatsächlich Feuerwerkskörper der Klasse 2 an mich zu verkaufen. Und wir werden das heute Abend nutzen und wir werden ganz traditionell, obwohl ich eigentlich gar kein Freund von dieser dämlichen Knallerei bin. Aber weil der Warlord Hofer uns über den Weg gelaufen ist, konnten wir nicht anders. Na, wir sind lange genug rumgefahren, Feuerwerkskörper dafür zu finden, weil wir bereits, ganz ehrlich gesagt, und so ehrlich bin ich, den Plan hatten, uns nicht einschränken zu lassen. Wie gesagt, mir selber ist diese Silvesterknallerei persönlich eigentlich unglaublich zuwider. Ich finde, es ist eine unglaubliche Geldverschwendung. Es ist gemein für jedes Haustier und für jedes Kleinkind. Grundsätzlich bin ich also kein Freund von knallenden und beim Fenster rausgeworfenen Geld. Aber nachdem unsere Politiker dieses Jahr mit Massentest
Tests und Impfaktionen, wo in Salzburg eh die Nadeln aus sind, sehr lustig an dieser Stelle nochmal, und ähnlichen Sachen Millionen rausgeballert haben von dem Geld an Rettungspaketen zur Ruhigstellung der Bevölkerung im Sinne von Kurzarbeit, Unterstützung für Fluglinien und ähnliches. Da fällt jetzt das bisschen Feuerwerk da nicht mehr ins Gewicht. Nichtsdestotrotz, ich zähle mich selbst, da sind wir wieder beim rebellischen Rock'n'Roller, als volljährigen österreichischen Steuerzahler, als Bürger dieses Landes, das den UN-Zivilpakt ratifiziert hat und damit die Menschenrechtsdeklaration von 1948 anerkennt, auch ohne Test und auch ohne die Einwilligung von Herrn Kurz, Herrn Anschober, Herrn Nehammer und wer auch immer sonst noch sich bemüßigt fühlt, mich zu Hause einzusperren, frei genug meiner in diesem Falle nicht geliebten Tradition nachzugehen und quasi so rebellisch zu sein und ein paar Raketen zu schießen. Unter dem Bericht, den wir gerade gesehen haben, gab es ganz viele Kommentare, ganz vieler Bürger, die das ähnlich artikuliert haben wie ich. Nachdem man jetzt allerdings hier wenig Feuerwerk hört und ich vermute, wir werden durch ein menschenleeres Salzburg ziehen, gehe ich davon aus, dass es einmal mehr um die Maulhelden geht, die im Internet als Couch-Aktivisten, wie du es so schön genannt hast, Guerillakrieg an der Tastatur machen, wenn es geht ohne Gesicht, wenn es geht mit faken Nickname und ähnlichem. Ich stehe zu dem, was ich mache, mit meinem Gesicht. Meine beiden Kollegen und Partner in Crime haben den Bericht genauso gesehen und sind aus freien Stücken dabei oder nicht. Also sie werden nicht gezwungen. Und ja, das ist der heutige Plan für den Abend. Wir haben jetzt 22.01 Uhr. In zwei Stunden lassen wir es krachen. Um ein bisschen Licht in das Dunkel dieser Zeit zu bringen, ein Feuerwerk für die Freiheit und eine Rakete für jeden Verfassungsbruch. Ich denke, das wird die Verpackung hergeben. Wir werden das danach auch ins Netz stellen. Und wenn dann jemand quasi meint, dass er Geld von mir haben möchte, weil ich so ein Lebensgefährder bin, der allein auf einem Stadtberg ein Feuerwerk abgeschossen hat, dann muss ich leider sagen, ich werde die Ersatzfreiheitsstrafe wählen. Also brauchst bloß Einspruch erheben, kein Richter unterschreibt das, dass du da gestraft wirst. Das kann ich schon bezeugen, das habe ich selbst schon an namhaften Menschen erlebt, dass wenn sie einen Einspruch erhoben haben, für sie gut gesprochen wurde und die brauchten nicht einmal einen Anwalt dafür. Nachdem ich, wie gesagt, wahrscheinlich vor März dieses Jahres in der Gastronomie nicht mit vernünftigen Öffnungszeiten rechne, habe ich bis dahin meine Ersatzfreiheitsstrafe zur Not abgesessen und stehe dann auch wieder gerne für den Dienst zur Verfügung. Insofern. Ja, wenn die Küche passt, dann ist alles in Ordnung. Du. Ich sehe mich dann als ersten politischen Gefangenen in den 2000er Jahren. Ne? Nelson Mandela, alle haben ein bisschen im Gefängnis anfangen müssen. Manche haben Bücher geschrieben. Naja, also ich würde mich jetzt bitte nicht mit Nelson Mandela vergleichen. Auch nicht mit Chang San. Aber wie gesagt, nachdem der Österreicher ja sehr gerne in irgendwelchen vorhin erwähnten sozialen Medien stammtischmäßig seinen Frust rauslässt, aber keine Taten folgen lässt. Aber wenn man dacht, machen wir das einmal mehr anders. Wie gesagt, ich muss nicht mit einer kleinen oder großen Hundertschaft spazieren gehen. Ich stehe für mich als freier Bürger selbst ein. Und ich glaube, das kann ich von meinen Mittätern hier auch so behaupten. Wir haben alle das 18. Lebensjahr erreicht. Wir sind alle bei klarer geistiger Gesundheit und ich denke, dass eine Rakete, auch wenn ich sie wie gesagt nicht mag, für die Verbreitung des Virus keinerlei Auswirkung hat. Wir werden keine Menschentrauben um uns sammeln, wir werden niemandem zu nahe kommen und sollte, wie gesagt, die Truppe des Herrn Nehammer, die übrigens auf die Verfassung vereidigt ist und nicht auf die Regierung,
tatsächlich meinen, einer der 4000 Beamten aufbringen zu müssen, um uns daran zu hindern, dann soll das so sein. Ich habe allerdings in den letzten Tagen und Wochen durchaus den Eindruck gewonnen, dass auch die Exekutive, besonders in Salzburg, sich eventuell klar ist, dass sie, wenn sie jemals wieder in Normalität ihren Job machen will, auf die Bürger angewiesen ist. Und es gibt sicher den einen oder anderen Polizisten, der ganz unvermummt hinter seiner Maske so denkt wie wir. Und insofern fürchte ich die 4000 Polizisten auf die Gesamtfläche des österreichischen Hoheitsgebiets in dieser Nacht heute nicht. Ja, ein Polizist pro Ortschaft, das ist schon mal ein guter Schnitt. Na, wie gesagt, also ich habe erwähnt, der Polizist ist auf die Verfassung vereidigt und nicht auf die Regierung. Wie gesagt, man hat bei den letzten Aktionen, die in Salzburg stattgefunden haben, durchaus wohlwollende Exekutive festgestellt. Ich habe selber den einen oder anderen Polizeibeamten in meinem Bekannten oder sogar auch im Freundeskreis und weiß auch von dem einen oder anderen, dass auch der nicht immer ganz happy ist mit dem, was passiert. Mir tut's leid für jeden, der heute Dienst hat und sich um sowas kümmern muss. 2020 war ja schließlich auch das Jahr, wo der Terror nach Österreich kam. Unglücklicherweise hat man da vielleicht ein bisschen versagt, weil man mit anderem beschäftigt war. Zum Beispiel Schwerpunktkontrollen in Wien, ob bei den Fahrgemeinschaften eh jeder eine Maske aufhat. Ne? Man, das ist natürlich auch wichtiger, das verstehe ich. Ja. Gut, ist klar. Da haben wir noch einen großen Bastelkönig im Harry gehabt, gell, von dem Covid-Novitatbaum. Harry, freust du wie ein Hutspeer auf das nächste Jahr? Unglaublich. Oder hast du wie ein Hutspeer auf das alte Jahr noch so richtig gefreut? Ich komme dabei auf die Leute. Was kann man da so Positives rausholen? So haben wir so viel Negatives gehört. Drei Mal um und der Harry hat das Problem, also der Harry hat das Problem, mit, dass mit, unglaublich stylisches mit so einer hat. Antwortfrage kann man sich nur die Finger verbrennen, wenn man da noch diplomatisch bleibt, meinst du, sozusagen. Das Wort habe ich ihm jetzt im Mund gelegt, gell? Nein, also der Harry weiß durchaus, dass man nicht politisch unkorrekt in einem sein kann, aber der Harry hat gestern ja schon erfolgreich in das neue Jahr vorgefeiert und hat ja heute nicht umsonst das feierlich saisonal passende Hawaii-Hemd an, weil er vielleicht noch ein bisschen von gestern leidet. Also der Harry hat ja heute schon fast Bedenken geäußert, auf den Berg zu gehen. Nicht, weil sein Freiheitsdrang und seine Rebellion nicht mitmachen, sondern weil er sagt, gestern gefeiert und heute auf den Berg happeln. Wir sind halt doch in einem Alter, wo das nicht mehr so leicht ist. Aber er hat eine Corona-Dose. Er macht ebenfalls Pionierarbeit am Vortag, um zu schauen, ob wir noch einen durchhalten können. Herr Harry geht auf alle Fälle mit, weil ganz tief drinnen ist er und bleibt ein Rebell. Und nachdem er ja, wie gesagt, der schnellstfüßige von uns ist, weil er viele Jahre im Innergebirg in der Gastro tätig war, wird dann so ein Stadtberg da jetzt nicht ausbremsen. Das sind die meisten, die sind dann meistens eher am ersten oben, die was am Feuer knörkelt haben. Also dem muss er irgendwie die zweite Kamera halten. Wenn wir ganz rebellisch den Salzburger Nachthimmel erhellen, wie es Salzburg eigentlich selbst nicht tut dieses Jahr. Ne? So, jetzt wollen wir ein bisschen Akku sparen. Haben wir noch ein bisschen ein Endresümee? Was erwartet uns im nächsten Jahr? Was müssen wir dafür tun, dass das, was wir uns erwarten, passiert? Oder was müssen wir tun, damit das nicht passiert, was wir eventuell erwarten? Also erwarten werden uns einmal mehr, da lege ich jetzt schon meine Hand ins Feuer, 12 Monate. Wir werden wieder diverse staatliche Feiertage haben, die quasi christliche Feiertage sind. Und wir werden sicher das eine oder andere Corona-bedingte, Covid-bedingte Irrsinnsprogramm auch in Zukunft haben. Also das Jahr beginnt ja bereits mit der tollen Aktion Lockdown bis zum 18. und dann Freitesten, sonst offizielles Lockdown-Ende am 24. Jänner, womit eigentlich der erste Monat des Jahres ja schon mal bestimmt wird, einmal mehr vom Wahnsinn. Wie gesagt, Freitesten ist in meinem Falle nicht.
Impfung ist in meinem Falle danach auch nicht. Und ja, wie gesagt, man wird dann sehen, was passiert. Ich persönlich hoffe, dass sich vielleicht irgendwann der eine oder andere sich besinnt, dass er eigentlich vermeintlich laut seinem österreichischen Reisepass ja ein freier Mann oder eine freie Frau ist. Mündig vor allem. Und vielleicht auch irgendwann seinem Couch-Guerilla-Dasein und seinen Postings, sofern vorhanden, vielleicht auch irgendwann mal Taten folgen lässt. Weil solange jeder nur die Hände in den Schoß legt und daheim sitzen bleibt, wird wenig passieren. Aber wie gesagt, wir setzen heute einmal mehr ein kleines Zeichen. Vielleicht steckt's an, vielleicht auch nicht. Das wage ich jetzt nicht unbedingt zu beurteilen. Steckt's an, falls nur ein ganzes Jahr dauern sollte, wahrscheinlich, dann nächstes Jahr oder noch ein Wochenende. Na, wie gesagt, wahrscheinlich wird's einmal mehr polarisieren. Der eine oder andere wird's gut finden, der eine oder andere wird's schlecht finden. Als wir letztens unseren Covid-Navidad-Baum aufgestellt haben, hat ja im Vorbeigehen auch ein Passant ganz stolz in die Kamera gesagt, Demokratie funktioniert anders, das ist das, tschau. Das Schöne in diesen Tagen ist, also wenn 2020 mich eins gelehrt hat, ist, dass wir ganz, ganz, ganz viele Demokratie-Gelehrte in diesem Land haben und auch ganz, ganz, ganz viele Polizisten. Also wer mich inzwischen alle auf eine Maske anspricht und auf die Einhaltung von Verordnungen, das ist ganz toll. Ich frage die Menschen dann immer, ob sie auch einen Alkoholtest machen wollen oder ob sie vielleicht der Pickerl vom Auto kontrollieren wollen. Also ich finde es schön, dass es so viele Sheriffs in diesem Land gibt. Wenn ich das nächste Mal ein Problem habe, werde ich mich an einen dieser Herrschaften wenden. Vielleicht können die dann mein Problem lösen. Also zwischen hege ich da die Hoffnung, dass es wird. Egal wie das Jahr 2021 wird, ich habe die letzten Jahre meines Lebens so gelebt, wie ich gelebt habe und ich werde das auch im Jahr 2021 nicht ändern. Einen alten Baum verpflanzt man nicht so leicht und auch wenn vielleicht der eine oder andere Politclown meint, das jetzt umsetzen zu müssen, wird es vielleicht gar nicht so einfach werden, wie er sich das vorstellt. So viel zu meiner Prognose für das ach so spannende bevorstehende Jahr. Eingeläutet wird's mit Feuerwerk. Somit seht ihr, wir sind heute wieder mal sehr aktiv in der rebellischen Phase. Wir fühlen uns alle sehr viel jünger, höchstwahrscheinlich. Das hat vielleicht das Jahr das Gute daran, es entwickelt in manchen Menschen einen Rebellengeist, was wir in der Jugend gehabt haben. Weil bei den alten Leuten geht es schon ein bisschen ab, genauso wie bei den Jungen. Ich bin gespannt, wie viele Leute heute wirklich draußen sein werden. Wir haben schon gewettet. Ich habe gesagt, ja, ein paar. Und der Richard hat gesagt, gar keiner. Nein, ja, gar keiner. Die Schere zwischen ein paar und gar nichts ist eh nicht sehr groß. Also mal so gesehen. Nein, also wir werden jetzt sicher irgendwo einen vereinsamten Jogger, Spaziergänger, jemand, der mit dem Hund Gassi geht und von mir aus ein, zwei junge Leute sehen, das ja. Aber wenn man denkt, dass es weder schneit, noch regnet, noch minus 40 Grad hat und eigentlich Jahresende ist, dafür wird es sehr, 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 sehr ruhig sein. Weil ich davon ausgehe, dass, wie gesagt, die einen zu Hause bleiben, weil sie sich vor Strafe oder dem Virus oder beiden fürchten. Und die anderen, die sagen, sie fürchten sich nicht vor dem Virus und auch nicht vor der Strafe, machen das, wie gesagt, dann lustig unter einem Kommentar, unter einem TV-Bericht oder auf einem sozialen Medium. Letztendlich trauen sie sich aber nicht, das umzusetzen. Wir leben in einer Stadt, in der in Salzburg, glaube ich, an jeder 12. Hausmauer irgendwo einer SEAB oder ähnliches hingesprayt hat. Wir leben in einer Stadt, in der wir eine Antifa haben, die inzwischen, da sollten wir vielleicht auch irgendwann einmal so ein Bildungsauftrag machen, was Antifa eigentlich heißen sollte. Na, aber nachdem wir heute am Anfang kurz das mit dem Rockabilly nochmal gemacht haben, vielleicht sollten wir auch über die Antifa mal was machen, weil die sind ja meines Erachtens noch auch gerade etwas weit ab ihrer eigentlichen... Das Bildungsniveau hat es ja nachgelassen, sagen wir es mal diplomatisch.
Naja gut, das ist ein weitestgehendes Problem, seitdem wir quasi diese PISA-Studie-Geschichte haben. Aber ist ja wurscht, ist ja nicht unser Turm, ne? Ja. Insofern alles rechts gut. Rechts wurde zu links und links zu rechts. Das ist halt nur dieses Neudeutsch, das Neusprech. Nein, wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass die Antifa sich jahrelang quasi geschämt und vermummt hat und deswegen jetzt gerade vielleicht das da... die Sternstunde ihrer Zeit ist. Das ja, die können jetzt endlich das machen, was sie früher gemacht haben, weil sie sich eben nicht getraut haben, mit Gesicht aufzutreten. Vielleicht ist es das. Ein paar hübsche Schnecken gibt es ja doch dort. So ist es auch nicht, habe ich auch schon gesehen. Die bräuchten sich gar nicht so vermummen. Nee, aber da sind wir jetzt wieder generell bei den Frauen. Ich vermisse sie auch. Also ich habe in meinem Umfeld, ich habe ja schon erwähnt, ich bin genauso wie der Harry Single, ne? So ein Leid der Gastronomie-Rock'n'Roller. Und sehr fesches Hemd. Ich verstehe nicht, warum der fesche Bursing ist. Wow, Feuer und Flamme für die Hemden. Jedenfalls, mir hat man ja immer wieder erklärt, ich bin ein Chauvinist, ein Macho, ein Sexist oder sonst was. Das bestreitet zum Teil nicht einmal. Ich habe ein etwas altmodisches Wertebild. Ich halte noch Türen auf und erwarte mir dafür im Gegenzug, dass eine Frau Frau ist. Ja, bevor es jetzt zu sexistisch wird, glaube ich, machen wir... Ich würde mir, weil wir gerade eben bei der Antifa waren, nicht nur von der Antifa wünschen, dass sie vielleicht einmal überlegt, was faschistische Gedankenströme und wie sich die äußern sind, sondern ich würde mir auch wünschen, dass die gesamten bei jeder, weiß ich nicht, noch einem Monarchen benannten Straßenzug und sonstigen ereifernden Frauen für die Gleichberechtigung und die Emanzipation und die so für Freiheit stimmen, vielleicht auch mal an einer Demonstration für die Grundrechte teilnehmen würden. Ich vermisse eigentlich so alle, die sonst so aufschreien. Also normalerweise, wenn ich arbeiten dürfte heute am Abend, dann hätte ich quasi die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle heil durch die Nacht kommen, mit Feuerwerk und allem drum und dran. Und ich hätte in dieser Nacht sicher, weiß ich nicht, ein Dutzend Leute, und der Gertschi wird es bestätigen, weil der ist in derselben Branche mitunter auch mal tätig, die uns erklären, was sie nicht für harte Typen sind und was sie sich nicht alles nicht sagen lassen. Und ja, ich stelle mir die Frage, wo sind all diese Hooligans, diese Gangster-Rapper, diese harten Jungs und Mädels im Moment? Zu Hause brauche ich eine Maske. Es ist relativ traurig. Es wurde zu einer Biotonne. Nein, ich finde es relativ traurig, weil wenn irgendwann wieder Normalität herrschen sollte und es dann noch irgendeinen Wirten gibt, der noch Kunden hat, die noch genug Kohle haben als Kaufkraft, um dort zu trinken, und ich dann dort wieder meinen Dienst versehen darf, dann ist es wahrscheinlich sehr bitter, wenn all diese Menschen, die jetzt quasi kuschend daheim sitzen, mir dann wieder erzählen, was sie nicht für Kapazunder des Wildseins, des Freiseins, des Tough- und Hardseins sind. Ich freue mich auch schon, wenn dann das erste Rock'n'Roll-Event wieder stattfindet, wo mir dann wieder Menschen über den Weg laufen, die dann ganz groß auf ihrem Rücken oder auf ihrem Arm ihr Rockabilly Rebel stehen haben und ich mich dann sehr beherrschen muss, als Nicht-Geimpfter ihnen nicht ins Gesicht zu spucken, weil ich diesen Rebel jetzt gerade immens vermisse. Somit haben wir jetzt einmal, bevor wir noch an die Impressionen weiterkriegen von unserem bombastischen Feuerwerk, den Aufstieg zum Kapuzinerberg, dass wir nicht ganz so theatralisch das mit jetzt mit abenden können. Einen Punkt möchte ich nur erwähnen, bei der Antifa macht's ein bisschen Geschichtsunterricht, ihr kämpft wirklich nur noch gegen Symptome, nicht mehr gegen die Wurzel des Übels an. Studiert's einmal Fritz der Meer, Hans Wurster, die sind so die ersten Nazis, die in die Regierung gekommen sind. Nach 1945, sagen wir 46, sind sie in die Regierung gekommen. Und deswegen schaut es so aus wie heute, nämlich ein versteckter Faschismus. Versteckt nicht für uns, wir sind ein bisschen wacher, wir haben ein bisschen mehr Geschichtshintergründe und vielleicht das Rebellische einfach wirklich hinter uns, wie es der Ritchie gesagt hat. Das Rebellische geht total ab. Gepaart mit ein bisschen Intelligenz, recherchieren, für was setze ich mir eigentlich ein, gegen was bin ich wirklich, nicht mehr von wem anderen sagen lassen.
Man sagt schon wieder, ja, ihr seid alles Soros finanziert, da ist wieder die Antisemitistenkeule wieder da. Nein, es geht nicht um eine Religion, die wir anprangern, es geht um diese Wirtschaftsoligarchen, die euch schon jetzt bestimmen, was ihr zu tun habt, was rechts oder links ist. Religion und somit ist heilbar. Viel Spaß jetzt noch dann beim kommenden Aufstieg zum Kapuzinerberg. Bis dann. Zu euch sage ich jetzt, jetzt haben wir so nicht ganz eine Dreiviertelstunde vor Mitternacht. Jetzt seht ihr, da scheppert es, da duscht in der Stadt, ist da Lurch los, da draußen schaut mal die Menschenmengen, die Massen, was sie da grölend schreiend mit Sektkorken anstoßen. Man sagt mir, man sollte es ja eigentlich leiser sein da drinnen, aber okay, ich werde es ein bisschen leiser sagen. Man muss ins. Ja, okay. Also der Richard hat gesagt, ich muss leiser sein im Jahr 2020 zu Silvester, weil sonst wird es nichts mit dem Feuerwerk. Haben wir schon ein bisschen Befürchtungen, wenn ich ein bisschen zu laut rede. Aber ihr seht ja, der Lurch ist los da. Und auf dem Weg dahin werden wir ein paar Videoimpressionen machen. Wir sehen, wie die Menschenmassen draußen feiern. Wie sie sich übergeben über die Büsche von zu viel Sekt und und wie sie sich die Pilze, die Schweindallen, die Hufeisen überreichen gegenseitig. Es wird spektakulär werden, es wird sehen, hey, so viel Leid auf einer Kamera wird man gar nicht draufbringen. Und somit, wir müssen weiter, bis gleich. Und? Ja. Aber ihr seht jetzt ein paar kleine Geister marschieren doch nur durch die Stadt. Ich habe jetzt zwei auf der Brücke gesehen. Da fuhren, da grölen ein paar schon die neujährliche Einstimmung ein. Das ist ja ganz wichtig, Grölen in alten Jahren noch halbwegs gut zu praktizieren, damit es in Neigen nicht mehr notwendig ist. Man merkt, sie redet Blödsinn daher. Liegt sicher nicht nur an den U-Hutler, sondern auch an das Corona-Bier. Und jetzt sind wir unterwegs, da auf. Okay, man sieht das nicht, der Berg ist ja ganz dunkel gekleidet, ganz unbeleuchtet. So heißt es ja grammatikalisch ganz richtig. Wir wollen in alten Jahren nicht ein paar Rechtschreibfehler begeben, sonst haben wieder ein paar Leute was zum Kommentieren. Wenn sie bei der Sachlichkeit nicht bleiben können, wisst ihr es ja, gehen sie mal auf die Rechtschreibfehler. Das ist in alten und neuen Jahr wird sich daran nichts ändern. Aber schauen wir mal, ob sie vielleicht neben den Rechtschreibfehlern in neuen Jahr doch noch was ändern kann. Wenn es ein paar mehr Rebellen gibt, wie unsere drei Rockabillys. Wie gesagt, der Slogan bei den Rockabillys ist der: I'm a rebel, what's your excuse? Und somit, bis zur nächsten Station. Ciao. Also? Er hat gerade Angst, dass wir verfolgt werden. Okay, und jetzt kommt das Highlight. Jetzt geht's auf den Kapuzinerberg auf. Und da wird gefeiert, da wird Raketen abgeschossen. Und da wird's mal sehen, wie einfach es ist, auf sein Recht, auf einer guten, bodenständigen Silvesterfeier, sie nicht einschüchtern zu lassen, dass man darauf verzichtet. Und jetzt schauen wir auf. Also es wurden nicht nur Kosten gescheut, es werden auch keine Mühen gescheut, sich hier auf diesen Kapuzinerberg hinaufzuquälen. Ihr müsst bedenken, nach einer gewissen Vorglühaktion sich hier auf diesen Berg hochzuschleppen mit schwerer Munition, wie ihr das sehen könnt. Der Richie hat die Munition in der Hand. Und nach meinem Schnaufen merkt, dass man mehr für die Kondition tun kann. Mal ein Päuschen.
Also ich würde jetzt auf der Strecke keinen auf ein Interview einladen, weil dazu einfach die Puste fehlt. Und nach meinem Schnaufen zu urteilen, könnt schon mal eins feststellen, dass wir erst oben weiterreden werden. Also wenn wir uns dann oben ausgeschnauft haben, sehen wir uns wieder. Bis dann. Was tut der? Der nimmt mit der Masken zwei Stirn. Was wir Schluckspechte nicht schaffen, oder was? Ja, alles scheiß Ding. Jetzt schaut's einmal. Panoramabild Salzburg. Die Menschenmassen erdrücken sich. Abstandregeln können nicht eingehalten werden, weil sich Millionen an Millionen Menschen dicht an dicht zueinander drängen. Was ist denn die zwei? Der Vorteil da unten zu feiern ist, dass man jetzt so schnaufen muss. Wollen, dass man die scheiß Stirn macht. So, liebe Freunde, anhand des wackeligen Bildes werdet ihr unschwer erkennen können, dass wir hier an unserem Platz angekommen sind. Wir sind jetzt am Kapuzinerberg bei der Aussichtsplattform zu Salzburg. Und ihr seht's, da unten in der Stadt, da drängen sich die Menschenmengen dicht an dicht. Man sieht, wie sie sich um einen Millimeter Platz noch erkämpfen wollen, weil sie einfach nicht da sind. Pech für dich, gell? Solche armen Hunde sind sie einfach nicht da. Aber wisst ihr was? Macht ihr nichts draus. Wenn die Idiokraten das so glauben, dass man daheim bleiben muss, wird das Video sicherlich eines Besseren belehren. Weil wir sind da und keiner straft uns. Na sowas, aber wer hätte das jemals gedacht, dass Verordnungen über Gesetze stehen, dass keiner irgendwem strafen kann, wenn die Gesetze noch über den Verordnungen stehen. Ha! Ein kurzes Beispielvideo, kurz neigen Rutsch ins neue erlösterreichische Jahr 2021. Iha! So, ich habe da voll geschlossen in Flaschen getrunken. Das kurze Ding ist dann da drin. Ja, aber das kann er nicht durchs Papier durchschießen. Es steht aber so drauf. Trotzdem auf, wurscht. Flügst wenigstens weiter, oder? Das oben ist nur Nässeschutz und muss angeblich nicht runter. Steht auf der Packung drauf. Ich weiß trotzdem, ob ich weggekommen. Ja, du hast doch gestern eh schon eins geschossen. Ja, ich hab's ja auch runtergerissen gestern. Da kann ich Pfaff mit Bimmeln wie es wollen, der Harry reißt die Packung auf. Ja. Na, sieht aber am Schluss. Was ich mit meinen Raketen mache, das geht dir aber nicht. Ach so, ich habe gedacht, das sind die, was der Richard gekauft hat. Das ist nämlich schön. Weil ich hätte eine Slow-Motion-Einstellung noch vorgehabt, aber okay, passt schon. Du musst zwei Steine aneinander reiben. Dann stellen wir nächstes Jahr Silvester. Zünd mal Chica und dann hast du Zündschnur. Gib mir mal eine Feier, dann hast du Zündschnur für dich. Wenn du weiter weg gehst, dann kommt er dir mal einen Chica.
Ja, mir auch, bitte gleich. Da. Halt mir mal die Schicks da drauf. Was hast du immer? Ich will mein Ding anziehen. Ja. Ja, könnte man das einmal anders vergeben, den Stab? Aha. Was? Ich will jetzt mal die Nazi. Ja. Was, ja. Ein technisches Verhau. Erst bringen sie uns ein Virus, dann geben sie nur einen Schaß. Jetzt geht mal der Chicano aus, was auf. Wie viel das noch brennt. Ja. Ja. Ja, Das ist ja genau. Der Typ, der geht ja, weniger mit. Oder das ist Magic. Ja, bitte. So, jetzt habe ich 5 Minuten Bruno. Verstehst du verkehrt, glaube ich. Jetzt ein paar Sitz. Ja, ich bin ja quasi. Ja, da geht dein Chick aus, so wie Harry seine. Das ist doch die hinterletzte Fabrikation von da bis. Das Ding sollte eigentlich klären. Und der Wurz nicht. Was sind die Rockabillys mit dem Zippo-Feuerzeug? Ja, hätte eins, aber ja. Wow, die gehen weniger wie meins. Das geht weniger wie meins. Also, bei mir ist es tadellos. Du machst irgendwas verkehrt. Probier's ja. Nochmal mit dem Chick, hä? Hey, hoffentlich wird das neue Jahr nicht auch so ein Spätzünder. Hey. Das ist einfach Chinesenkacke. Die bringen einfach nichts Gescheites ab. Das ist das Lustige, da kannst du alle Raketen nacheinander anzünden, ohne dass du mit dem Feuerzeug rumhantieren musst. Ja, merkst du das nicht? Genau. Mach die Jacken auf und kuschel dir mal mit dem Feuerzeug. Ich werde die Polyesterjacken mit dem Feuerzeug geben. Obi weiter. Ja, sicher. Lass mich das machen, probieren, wir das unterjagen. Ich glaube, das Schwärze kann nichts. Grease Lightning! Das kann noch weniger. So, jetzt schon. Deine Lage. Das ist die peinlichste Nummer. Wir kündigen ein Feuerwerk an und scheitern am Feier. Soll ich ein Stäbchen zwischen die Finger reiben? Aber ich dir sage, es gibt die depperte Abdeckung, weil sonst wird das ein Rohrkrepierer. Das ist nicht das Problem, weil es hapert daran, dass das Ding nicht zumindest die Kamera rennt. Sag mal, Burschen. Gesundheit. Also schaut euch mal an, wir haben jetzt 5 Minuten nach Mitternacht.
Die Raketen flitzen erst, der Himmel ist erleuchtet wie am helllichten Tage. Man sieht, man ist schneegeblendet fast von diesen, Wahnsinn, ich würde sagen mal, ein Schweißer würde sich nicht einmal so blitzen wie heute an diesen Tage des Silvestertages von 20 nach 21 hin. Die Polizei, ganz einsam und verlassen, sucht sie irgendwo ein Tatdelikt, ein Corpus Delicti. Wird sie auch schwer tun heute, weil es da so viel... schaut einmal da hinten. Man könnte auch das Militär sein, die gerade Signalfackeln entzünden, um ihren Weg zu finden. Und den, der Russe ist ja da. Ich starte mal die andere Kamera an euch, damit sie nicht noch einen Ton stoppt, wenn es losgeht. Ganz ehrlich, wenn jetzt nicht bald einer mit einem Feuer rankommt, macht nichts, weil... Weg! Ritchie denkt jetzt nichts, wenn ich so rede. Ritchie ist. Ritchie, jetzt wird eh ganz viel geschnitten. Also, jetzt wird eh ganz viel geschnitten, es kriegt keiner mit, dass wir Verzögerungen drauf haben. Zumindest, jetzt seht ihr meinen Harry, unseren Artilleriemeister, Anzündmeister, da macht jetzt die zweite Raketen startbereit. Sie zündet ihn auf in das Jahr 2021. Ihr seht das zweite Lichtblicklichen. Schau, wie das hier ist. Schau dir das an. Das ist ganz hinten in die Ortschaften. Das möchte man vielleicht auch noch erwähnen. In den Ortschaften, da wird ein bisschen mehr rebelliert wie in der Innenstadt. Ja, die haben einfach mehr Glück fürs Feuerwerk da drüben. Oder so gesehen. Willst du jetzt sagen, dass wir so gestopfte Hunde sind, oder was? Nein, die wohnen da drüben, so haben sie mehr Feuerwerk. Artillerie, Anzündmeister Harry wieder voll am Werk. Ja, schöne Träne war das. Eine schöne Dunkelträne. Alter, das ist sowas von einem Graf, ey. Okay. Du schau, dass du das auf die Kamera bringst, wenn es geht. Mit so einem Panorama auf Stativ und so. Hoppala. Na, schau, das geht auf die Straße. Mal lieb! Und brennt schon, ja? Nein, brennt nicht, weil du ja das Anzeige feierst.
Weg! Erst los, die Schilder hinter mir! Los! Vogel! Jawohl! Candlelight. You want one? Das ist ein schöner Abklang für das alte Jahr. Bitte. Somit haben wir wirklich einen schönen Abklang für das neue Jahr 2020 zum 2021. Mit der alten Stadtlocation hier unten seht ihr die ganzen Schlafschafe, wie sie schlafen, nicht aktiv sind, zu Hause sitzen, Nasen bohren, vielleicht noch eine Bohle zu Hause zwitschern, aber trotzdem Nasen bohren. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Leute, heute haben wir Kosten und Mühen nicht gescheut mit Special Effects. Das muss ich nochmal sagen. Also ich hätte nochmal gesagt, der Gertsche und ich, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, weil Freiheit erkämpft werden will, indem wir den alten Feind, Zitat Kung Fu Panda, angegangen sind und die Stufen raufgegangen sind. Ne? Das war ja schon mal ein Jobs. Es ist ja eine körperliche Ertüchtigung. Erster Güte! So, ja. Okay, passt. Man sieht zwar eh überhaupt nichts, aber da meint es doch an. Damit ist unser heutiger Rebellen, wir ballern sinnlos Geld in den Abendhimmel, Auftritt erfüllt. Wir gönnen uns jetzt, wo wir nach dem 10. nicht arbeitenden Feuerzeug chinesisches Graffe entflammen konnten, die obligatorische Flasche Sekt, räumen brav unseren Müll weg und freuen uns auf dein Video, das das Ganze hoffentlich schön in Szene setzt. Also wie seht ihr, jetzt hat der Man in Black gesprochen, Man in Black deswegen, weil man gar nichts mehr sieht hier. Aber trotzdem, es geht ja, machen wir mal ein Audio-Tutorial, wie man fachgerecht Feuerwerkskörper für die Freiheit ins Jahr 2021 abfeuern kann in eine menschenleere Stadt. Trauriges Gespür, aber Hauptsache die Rockabilly sind noch unterwegs.
Dann schauen wir mal, dass wir unsere Freiheit im nächsten Jahr zurückerobern. Mit einem guten Feuerwerksspektakel. Und somit prosit Neujahr! Oder? Was heißt? Gut Neujahr! Wir schauen, da hat ja eher noch einer ein bisschen ein Feuerwerk mit. Gefällt mir, das nennen wir einen guten Absport. Der hat wahrscheinlich auch das Problem gehabt, dass das Feuerwerk nicht funktioniert hat, weil das Feuer nicht funktioniert hat. Das komische Ohr, meine Feuerzeug, bei mir sind es gegangen die ganze Zeit. Nur bei dir nicht. So. Ja, jetzt haben wir endlich auf, aus. Was ist denn? Na, schauen wir mal, was das wird hier. Na, guck mal. Das ist sicher so gut. Oh ja. So, die kubanische einmal Revolution, oder? Dankeschön. Einmal für den Harry. Dankeschön, dankeschön. Okay, brauchen. Einmal für den Roman. Und ich hab mich verzählt, ich krieg zwei. Ja, geil. Verzählt, sagt ihr jetzt wieder was. Achtung, jetzt kommt der Zaubertrick. Ja. Ja, sagen wir mal, Juchte. Leichten die alle so schön. Warte, das muss ich jetzt mal auf die Kamera aufnehmen. Komplett daherreden sind eh wir da. So. Es werde Licht. Geht schon, reicht schon, reicht schon. Her, die. Macht Schädel weh, dass die ja, gerade so freist. Und es leuchtet im Dunkeln. Möge dem kurz sein Licht aufgehen. Du hast da noch ein bisschen zu wenig drin. Ja. Das werden wir noch bessern. Ist ja ein Schott drum, wenn der Nuttendiesel überbleibt. Hast du jetzt quasi deinen Uhudler ausgeschüttet. Naja. Erst erklärt er, wie gut er ist, dann schmeißt er den Dreck. Man darf nicht rumhudeln, man muss umhudeln. Ja, ja, ey. So, auf ein besseres 2021. Cheerio. Cheerio. Ja, ist ja voll teil. Wird Zeit, dass die Puffs wieder aufsperren. Ja. Dann hat man wenigstens was fürs Auge bei den Blablabla. Hauptsache, ich schmeckt doch was. Ekelhaft. So, Burschen, da. Weil ich ja nicht ganz verleidet. Ich hab mir gedacht, auf Fliegenpilz im neuen Jahr schaut auch nicht. Weil die zweimal Ort, haben wir in den Land schon genug, dir sag ich es. Die Bauern früher im Mittelalter haben den Wein nicht saufen dürfen, die haben den aufgekochten Fliegenpilz trinken müssen, um Glücksgefühle zu erspähen. Und somit ja, kriegt schon einen Fliegenpilz. Den man nicht essen kann, wir werden ihn aufkochen. Ganz genau, so läuft die Partie. Das kennst du aus. Ja, jetzt wahrscheinlich beim Pissen. Hab ein natürlich noch das verkohlte Rehl mit der Botschaft, um das es geht, festhalten. Ja, das sieht man da steht's, nein, da steht es nämlich schön drauf. Warte, wenn man den Ruß wegtut. Bitte gern. Da steht nämlich drauf, ein Feuerwerk für die Freiheit und eine Rakete für jeden Verfassungsbruch. Jetzt sieht man's. Ja, wenn man okay. Licht anmacht, gell? Ganz genau, so. Also. Ein Feuerwerk für die Freiheit und eine Rakete für jeden Verfassungsbruch. Unmaskierter Widerstand, der nur Abstand zu totalitären Ideen für wichtig hält. Man soll ja nicht sagen, man ist nicht vorbereitet ausgezogen. So. So schaut's aus. Und jetzt sind wiederum unsere neuen Waisenratshäuptlinge, die in den nächsten Jahren dann sagen werden, was gut und was schlecht ist. Und somit zum neuen Tutorial, wie macht man sich eine schöne neue Welt? Ganz einfach, man braucht dazu gar kein Geld. Nein, man fragt zur schönen neuen Welt, fragt man Axle. So schaut's aus. Und somit rutscht gut um ins nächste Jahr. Seid ein bisschen schlauer als wie wir, dann kann schon nichts mehr schief laufen. Und somit. Juhu!
Also wie ihr seht, jetzt zum goldenen Abschluss, ich bin so besoffen. Also so besoffen habt ihr mich heute in diesen vielen Jahren auf CryptoTV niemals erlebt. Und das wurde auch höchste Zeit, wie es aussieht. Was würde sich besser anbieten wie das Neujahrsfest, um besoffen aufzutreten? Ich bin so besoffen, ich sag's euch nur eins. Ich habe mir größte Gaudi gehabt im Jahr 2020, jetzt zum Wechsel auf 21. Und ich würde sagen, somit viel Spaß ins neue Jahr, wo es euch hintrudeln wird. Happy New Year! Wir sind nicht alleine. We are not alone. We are not alone in the 20 years to 2021. We go to no peace of the world. Und somit auf Deutsch wieder weitergeredet, würde ich sagen, genieß einfach den psoffenen Trottel von CryptoTV, der halt so psoffen in die Kamera reinschmallert. Ja, ich bin voll psoffen, okay, ins neue Jahr. Wie idiokratisch kann man noch ins neue Jahr reinwandern? Idiokratisch ins neue Jahr. Ich glaube, das werde ich gar nicht schneiden. Was ich jetzt bringe, das werde ich gar nicht schneiden, weil es so bezeichnend ist, dass man nur noch psoffen, so besoffen das neue Jahr durchstehen kann, um den Wahnsinn zu ertragen, den uns die Politmarionetten indoktrinieren. Ich hoffe, somit habe ich jetzt besoffen noch halbwegs souverän alles rübergebracht und somit prosit Neujahr ins neue Jahr, ins erlösterreichische Jahr. Der besoffene Reporter im Jahre 2020, ab ACTA eigentlich 2021. Der besoffene Reporter im Jahre 2021 zeigt euch jetzt, wie die Situation in der Innenstadt von Salzburg zum Jahreswechsel aussieht. Sehr betrüblich, sehr menschenleer. Sehr traurig, würde ich mal sagen. Also, da haben wir die Polizei. Da vorne. Seht jetzt die Polizei heute. Ich gehe mal ein bisschen näher hin, dass ihr es seht. Da ist die Polizei unterwegs. Genau. Also so viel zur Polizei, die ist halt noch aktiv. Das sind die einzigen, die halt in der Stadt unterwegs sind. Ich bin der einzige, sagen wir mal, Silvesterrebell, der hier in der Stadt unterwegs ist. Traurig, ich spüre, das Auto läuft alleine. Und somit würde ich sagen, ein gutes neues Jahr, ins Jahr 2021, menschenleer, emotionsleer, würde ich sogar sagen. Als Psoffener, jetzt gerade kann ich es ja sagen,
emotionsleer ins neue 2021. Die Polizei. Sagt auch so viel wie, legt sie mir am Arsch, ich bin dahi. Und somit bin ich jetzt auch dahi. Das ist mein letztes Statement als Psoffener im Jahr alten 2020, als Urpsoffener ins Jahr 2021. Ich sag's mir so laut, wahrscheinlich schäme ich mich so sehr, was ich jetzt gerade so von mir geben werde, aber ich bin so fair, dass ich zumindest trotzdem einen Filmschnitt mit einbinden werde, egal was ich jetzt sage, als Psoffener, würde ich sagen, im Video, wenn wir mal ganz korrekt, Political Correctness ans Tageslicht bringen, muss ja auch das bringen, was ich jetzt als Psoffener sage. Und das ist bezeichnend auf das Jahr 2021. Somit viel Spaß in die Diktatur. So viel. Okay. Neuer Ansatz. So viel Spaß ins neue Jahr der Diktatur des Jahres 2021. Willkommen in der Diktatur und schaut, wie es euch gefällt und was es braucht für das nächste Jahr, wenn es meint, in der Diktatur aufzuwachen. Viel Spaß dabei. Ich lall und spall gerade ziemlich voll dahin. Ich bin so besoffen, boah, und mein Mind ist dahin. Thank you.
Feuerzeug.